Seid gegrüßt. Wir reagieren heute auf die 28. Folge von Nachschlag. Diesmal beginnen wir mit einer Schlagzeile von K1 Sufi Siyavash, nämlich dem Schweigen der Täter. Das meint, nachdem ich mich letzte Woche so echauffiert habe darüber, dass in den sogenannten Talkshows Leute auftauchen, die an den Corona-Maßnahmen dahingehend beteiligt waren, dass sie Jagd gemacht haben auf Nicht-Geimpfte oder Kritiker, Andersdenkende oder auch Ärzte gesagt haben, hör zu, ich habe das irgendwie anders gelernt, außerdem müsst ihr den nicht mal einladen. Kann ich jetzt nicht erkennen, dass jetzt in der breiten Masse, nachdem das alles jetzt klar war, es gab niemals eine medizinische Indikation, sondern das RKI wurde von außen korrumpiert, egal jetzt durch wen, kann ich also nicht erkennen, dass die Leute sagen, okay, dann müssen wir mal irgendwie in die Katharsis gehen, dann müssen wir mal auch die jetzt Aufdeckenden einladen, weil Paul Schreier ist immer noch nicht eingeladen worden, oder aber die, die wir damals verleumdet haben, müssen wir mal, gibt es ja eine Menge Leute, die darunter gelitten haben, viele Kritiker, die gesagt haben, die Maßnahmen sind überzogen, in allen Bereichen, da hat es immer Leute gegeben, die hat man immer ausgegrenzt. Ich sehe nicht, dass das breit, dass diese Menschen breit eingeladen werden, sondern Täter untereinander sagen offiziell auch, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht zu stark aufklären, weil sonst könnte es bedeuten, dass wir uns verabschieden müssen. Das wollen wir ja nicht, weil das würde unsere schöne Demokratie dahingehend gefährden, dass man Verantwortung übernimmt. Das ist ja das, was Sie eigentlich sagen. Es gibt einen Bericht in der Berliner Zeitung, die ja ab und zu, oder was ab und zu doch regelmäßig kritische Publikationen von sich gibt, was ich auch sehr mag. Man soll die Leute auch mal für das loben, was sie können, nicht immer nur, was sie nicht gemacht haben. Da gab es einen Beitrag von Dr. Michael Andrik und der hat die Überschrift, die RKI-Files sind das Bundesverdienstkreuz wert. Das ist richtig. Das heißt, die Macher von Multipolar, also unter anderem Korund und Paul Schreier, werden in einem offenen Brief an den Bundespräsidenten dahingehend benannt, dass man diesen Leuten jetzt mal die entsprechende Ehre zuteil werden lassen sollte. Denn nur diesem Magazin Multipolar, einem Schwurbler-Magazin, weil nicht ARD und ZDF, und crowdfinanziert ist es ja gelungen, die Files freizuklagen. Die kamen dann, nachdem sie erst eine Anwaltskanzlei passieren mussten, massiv geschwärzt raus. Auch das wird noch freigeklagt, wo man sich schon mal die Frage stellen kann, wie das überhaupt sein kann, dass bei so einer Causa, die wirklich jeden betroffen hat, es eine Behörde wagt, das geschwärzt rauszugeben. Da ist ja vollkommen klar, dass man damit erst recht die Pferde scheu macht, weil wer schwärzt, hat etwas zu verbergen. Und das ist umso peinlicher, wenn eine Behörde selbst schwärzt, aber jahrelang vor andere angeschwärzt hat. Da ist schon im Wortwitz der Irrsinn dabei. Aber im Bericht selber, den ich sehr loben möchte von Dr. Michael Andrik, kann man folgende Worte lesen. Und das finde ich das Erfrischende. Der Mann nimmt nämlich kein Blatt vor den Mund. Der schwurbelt nichts nicht hin und her oder relativiert, sondern er sagt zum Beispiel, die Macher des Magazins Multipolar sollten für ihre Verdienste um die Kontrolle der Regierung offiziell geehrt werden. Ein offener Brief an den Bundespräsidenten, da steht es, ihre Arbeit macht die große Erzählung von der tödlichen Pandemie, deren Abwehr angeblich alle Mittel rechtfertigte und keine roten Linien einzuhalten erlaube, endgültig unhaltbar. Und dann auch ganz wichtig, wir wurden von Politikern und Journalisten in vernünftige und unvernünftige oder sogar in Sozialschädlinge und solidarische auseinander verleumdet. Und da wird auch beschrieben, dass Paul Schreier vorher in einem Bestseller ja auch gesagt hat, dass man das ja geplant hatte, also diesen Event in dem Event 201, was kommen würde, wenn ein Virus kommt, dann kam er auch schon. Und dass man auf jede einschlagen müsse, die in irgendeiner Weise das Narrativ hinterfragen, das wäre ja gefährliche Desinformation. Und während wir darüber sprechen und während offensichtlich ist, dass der Staat hier wirklich etwas zu verbergen hat und dass das RKI leider keine neutrale Behörde ist, medizinisch natürlich auf dem neuesten Stand, aber den dürfen sie selbst nicht mitteilen, da haben sie ja vorher eine Unterlassung unterschrieben, müssen also lügen. Während das passiert, findet ja in Deutschland weiterhin eine Säuberungswelle statt. Ich weiß, dass kritischen Journalisten, aber auch kritischen Personen die Konten gekündigt werden. Ich muss es nicht weiter ausführen. Ich weiß aber eben auch, dass immer mehr Menschen, die als zivile Bürger kritisch sind, dass die Hausbesuche haben. Du kennst es ja, Paul. Es gibt immer mehr Leute, so vollkommen Unbescholtenen, die mir jetzt auch gesagt haben, sie verlassen das Land. Und währenddessen erleben wir eben auch, dass jede Art von Kritik, also wir haben aus diesem RKI-Fail nichts gelernt, jede Art von Kritik wird weiterhin erstickt, obwohl sie eigentlich erlaubt sein müsste, damit es nicht wieder passiert. Wir sehen es bei Russland, wir sehen es jetzt auch bei Gaza, kommen wir ja noch drauf. Und parallel dazu sieht man eben auch, wie weit das geht. Also, dass zum Beispiel ein ehemaliger Finanzminister wie Varoufakis, dass der nach Deutschland ein Einreiseverbot hat, weil der auf einer Demonstration sprechen möchte, auf einer Palästinenser-Demonstration, während die New York Times gesagt hat, das Wort Palästina solle man nicht mehr nennen. Also wenn das jetzt kein Rassismus ist, dann weiß ich auch nicht. Jedenfalls bekommt dieser Mann Einreiseverbot, weil man befürchtet, dass er etwas sagen könnte, was der Staatsräson in Deutschland zuwiderläuft. Also wenn jetzt sogar schon ein ehemaliger Finanzminister Einreiseverbot bekommen hat, dann ist, glaube ich, dem Regime die Maske wirklich vom Gesicht gezogen. Die haben da überhaupt keine Probleme mit Großkopferten, wenn die auf der falschen Seite stehen, weil sie eine eigene Meinung haben. Und mit so kleinen Fischen wie uns eben auch nicht. Und deswegen ist für mich die Schlagzeile auch wichtig, das Schweigen der Täter. Und ich möchte... Ja, was heißt Großkopfworten? Also Varoufakis, das war ja immer ein Outsider. Das war ja ein Ökonom, der in die griechische Regierung damals geholt wurde und der eben vorhatte, das Wahlprogramm von Syrien.
umzusetzen, der bereit war, aus dem Euro auszutreten, der bereit war, das, was die griechischen Wähler dann auch in der Volksabstimmung bestätigt hatten, nämlich die Ablehnung der Sparmaßnahmen, die die von den anderen europäischen Ländern durchgedrückt wurden, die durchzusetzen und sogar aus dem Euro auszutreten. Und dazu war die griechische Regierung unter Tsipras nicht bereit, deswegen war Varoufakis dann auch kein Finanzminister mehr. Ist ja dann zurückgetreten. Also Varoufakis, der hat sich schon seine ganze Karriere schon gegen den Strom gestellt. So habe ich das jedenfalls wahrgenommen. Und jetzt bei dieser Palästina-Thematik, da hat er auch eine klare Position. Und in Deutschland, wo alle abweichenden Stimmen hier mundtot gemacht werden, wo kritische Journalisten aus dem ÖHR rausgecancelt werden, wo die einfach so entlassen werden, wenn sie zum Nahostkonflikt eine andere Meinung haben. Naja, hier dürfen dann natürlich auch ausländische Oppositionelle, die was anderes zu Palästina sagen, nicht einreisen. Also, ja, Kevin hat es gerade schon richtig gesagt, es scheint ein völlig normales, neues Repressionsinstrument zu werden. Dazu kommen Kontosperrungen gegen inländische Oppositionelle. Also man versucht, die Menschen aus dem Land zu treiben und dann man ihnen Einreiseverbote. Also das scheint die Strategie der deutschen Regierung zu sein, die Opposition ins Exil zu treiben. An dieser Stelle an einen Mann erinnern, der meiner Meinung nach moralisch einiges auch geleistet hat, nämlich Simon Wiesenthal. Der war ja als Jude seinerzeit, ist ja im KZ gelandet, hat es überlebt und ist danach nicht zur Tagesordnung übergegangen. Ich wollte ja eigentlich was ganz anderes werden, sondern er hat sich die Frage gestellt, was passiert eigentlich mit den vielen, nicht nur großen Tätern, sondern diesen vielen kleinen Mitläufern, die mitgemacht haben, mit Akribie und Leidenschaft mitgemacht haben. Sollte man das alles den Nürnberger Prozessen überlassen oder ist dann irgendwann auch mal, ja gut, hat er nicht, sondern hat gesagt, okay, Unrecht bleibt Unrecht und diese Menschen müssen zur Verantwortung gezogen werden und hat später auch mit dem Simon Wiesenthal Center seine Aufgabe darin gesehen, diese Menschen zu finden, um sie vor ein ordentliches Gericht zu stellen. Das ist nicht nachtragend, ich glaube, das ist notwendig und ich bin der Meinung, dass wir das auch tun sollten, dass Menschen, die während der Corona-Zeit mit Elan, mit Leidenschaft andere Menschen gejagt haben, sie denunziert haben und wieder besseres Wissens an den Pranger gestellt haben, dass wir uns diesen Leuten stellen sollten und wenn wir sie einladen und sie verweigern die Einladung, dass wir ihnen begegnen sollten, auf offener Straße mit einer Kamera und sagen, guten Tag, wie war denn das damals, was Sie damals gesagt haben? Ich hätte von Ihnen gerne offiziell eine Entschuldigung und ich möchte an dieser Stelle eine Kollegin nennen, mit der ich immer noch im Chat bin und sie hat mir noch nicht geschrieben, ich habe jetzt andere Dinge zu tun. Meine Freundin Mo Asumang, die hat mich ja damals in Österreich besucht auf einem Friedhof und hat so Playmobil-Figuren ausgepackt und hat dann gesagt, es geht doch um die Menschen und so weiter. Und ich habe ihr damals gesagt, du Mo, wenn es wirklich um die Menschen geht, dann würde man jedem Menschen auf diesem Planeten sauberes Wasser zukommen lassen oder auch eine Schüssel Reis, ist aber nicht der Fall. Und diejenigen, die jetzt etwas für die Menschen tun wollen, lassen sich das ziemlich gut bezahlen, unter anderem Bill Gates. Spätestens nach den Corona-Files hätte ich erwartet, dass diese Frau sich bei mir meldet, weil sie hat den Bericht, in dem ich vorkomme, dann auch noch overvoiced. Für alle, die nicht wissen, was es bedeutet, weil aus meinem Interview nichts herauszukitzeln war, wo man mich irgendwie in der Ecke drängen kann, hat sie das praktisch später, hat sie einen Text drüber gesprochen, nach dem Motto, ich wäre irgendwie wirr und so, sie müsse sich erholen. Das ist eine ganz üble Methode der Manipulation. Und da bin ich eben wie der Herr Wiesenthal unglaublich nachtragend. Mo, ich weiß, dass du das siehst. Und deswegen werden wir uns. Ja, man muss auch sagen, in der Doku, da hat sich Mo Asumang vollkommen blamiert, wie jedes Mal, wenn sie irgendein Gespräch gesucht hat. Also das hat Selna gemacht. Also, dass die Frau nicht ernst zu nehmen ist und dass diese Diffamierungsversuche ins Leere liefen, das war damals schon klar. Also ich glaube sogar Leute, die Kevan Sufi-Siyavash kritisch sehen, die finden das, was in dieser Doku da gemacht wurde, einfach nur albern. Also wirklich. Uns treffen, weil ich werde dir früher oder später mit einer Kamera begegnen und ich werde das live streamen, da hat jeder dann 2 Minuten, nicht, dass du sagst, ich habe dich totgequatscht und ich möchte von dir einfach eine Einschätzung im Nachhinein, dass du gleich sagst, ich wusste es nicht besser, aber ich, Mo Asumang, habe einen Fehler gemacht, ich habe mich einspannen lassen, ich war ein Mitläufer, ich war ein Mittäter, das tut mir leid, das ist für mich eine Form der Aufarbeitung und ich habe mir ja damals gesagt, ich habe mich sehr lange mit totalitären Systemen beschäftigt. Wie wäre ich damit umgegangen, wenn meine gesamte Verwandtschaft in der Gaskammer hochgegangen wäre? Hätte ich gesagt, ja, da kümmert sich jetzt jemand drum und hätte Herrn von Gehlen auf der Straße noch gegrüßt, der dann wieder frei rumgelaufen ist? Oder hätte ich das sehr persönlich genommen? Und ich glaube, ich hätte das sehr persönlich genommen. Wie hätte ich darauf reagiert, wenn hätte 4 Jahre in Bautzen verbracht, weil ein Stasi-Offizier mich bespitzelt hätte und wäre da drin kaputt gegangen? Wenn ich ihn heute treffen würde als Abteilungsleiter bei Aldi, würde ich sagen, hey, wir kennen uns doch, wie läuft's denn so? Das würde ich nicht tun. Ich würde ihn persönlich, ich mache es zu meiner Sache. Und so mache ich das zu meiner Sache und würde auch alle bitten, die solche Begegnungen mit Journalisten hatten, auch mit, glaube ich, Professor Büchs heißt die Frau von der Ethikkommission, persönlich ansprechen. Es kann nicht sein, dass diese Leute deswegen durchkommen, weil die Justiz ja mit involviert war. Ich möchte daran erinnern, dass jemand, der für die CDU im Bundesverfassungsgericht die entsprechenden
Da hakt die Technik. Wir schieben es mal nicht auf die hinreichend kann. Mund genommen, damit ist Kevin und ich hoffe, okay, dass... schade. Das war Kevins Teil. Der ist jetzt, wir gucken mal, ob es hier war. Obwohl doch, es scheint gleich weiterzugehen. Ich würde sagen, wir spulen mal zu dem Stück vor, wo Kevin gleich weiterredet. Beim Bundesverfassungsgericht, da wollte er wahrscheinlich gerade über Havertz reden. Also Merkels Lieblingsrichter, der da extra platziert wurde, um ja den Willen der Bundesregierung zu vollstrecken. Weil ich habe ja tolle Filme gedreht, mit dem Kuckucksklan zum Beispiel, und da bin ich auch sehr nachtragend, wenn die mir in die Fresse hauen würden, da kann ich auch nicht sagen, naja, aber die waren ja alle rassistisch erzogen und deswegen habe ich jetzt eine Narbe im Gesicht. Das würde doch Moasumang sehr persönlich nehmen. Und was ich hier sehr krumm nehme, ist, dass ausgerechnet eine Frau, ja, mit einer doch dunklen Hautfarbe die Geschichte von Malcolm X nicht versteht und sich wirklich zum Onkel Tom macht. Das habe ich hier auch damals gesagt, dass eine Frau mit deiner Hautfarbe einen Halb-Iraner in die Pfanne haut, weil das zweite deutsche Fernsehen dafür bezahlt. Das ist wirklich das Letzte. So, aber vielleicht hat sie das, wusste sie es nicht, aber jetzt ist es klar. Jetzt ist es klar, Menschen, die so gehandelt haben, die so Bericht erstattet haben, Hofberichterstatter, haben einen Fehler gemacht. Und für mich ist Glaubwürdigkeit bei allen Beteiligten von Blome und Co. nur dann herzustellen, wenn sie sich hingestellen und sagen und sich dafür offiziell entschuldigen und dass wir nicht auf einen Sterntitel warten müssen, da gab es ja damals, glaube ich, 185 oder so, ich habe abgetrieben oder 260, ich weiß gar nicht, welcher Paragraph, sondern dass wir sagen, wie wäre es denn mal mit Eigeninitiative? Ich fürchte, dass die nicht kommen wird und deswegen möchte ich an dieser Stelle zu einer Kampagne anregen, dass wir alle, die wir betroffen sind, uns zusammenschließen und sagen, hey, Sie haben mitgemacht, ich möchte eine offizielle Entschuldigung von allen bekannten Tätern, die offiziell im Amt zur Menschenjagd bei getragen haben und die wirklich schlimme Dinge getan haben und die vor allem etwas haben gezeigt, dass sie nämlich bereit sind, totalitär die Demokratie abzuschaffen, wenn es nur von ganz oben kommt und die eben nicht die Würde des Menschen ist unantastbar gedacht haben. Aber jetzt, wo klar war, dass hier korrumpiert wurde und sie sich nicht entschuldigen, sind sie für mich immer noch so nach dem Motto, ich bin ready für neue Aufgaben. Wenn nämlich jemand dem Klimanarrativ oder dem Russen-Narrativ oder dem Gaza-Narrativ spricht. Und aus diesem Grund ist die Gefahr und die Kuh deswegen noch gar nicht vom Eis, solange diese Menschen an diesen selben Schlüsselpositionen oder sogar noch aufgestiegen wie Wieler einfach weitermachen können, sind wir in einem Land, wo man sagen kann, 61 haben die Prozesse in Nürnberg stattgefunden, aber ein Großteil derer, die Täter waren, waren immer noch in Amt und Würden. Das ist keine wirkliche Entnazifizierung. Und deswegen, wenn wir aus der Geschichte wirklich lernen, dann wissen wir eben auch, dass es nur wenige Richter gibt, die bereit waren zu kämpfen. Die hat man ja auch verleumdet. Ich sage nur Fritz Bauer. Dann müssen wir sagen, wir hätten damals anders gehalten, handelt und jetzt ist die Stunde der Bewährung. Und jetzt kommt es auf all diejenigen an zu sagen, das kann ich nicht durchgehen lassen. Schon damit ich meine Kinder später sagen kann, ich habe das unternommen, was ich Unternehmen kommt. Ich war vielleicht damals nicht mutig genug, aber jetzt sage ich, das stimmt, weil das ist nämlich Unrecht. Und in einem Rechtsstaat sollte das Unrecht nicht der zweite Vorname sein, sondern da muss man eben sagen, jetzt ist es vollkommen klar. Und deswegen möchte ich Michael Andrik nochmal sagen, vielen Dank für diesen offenen Brief an den Bundespräsidenten. Ich hoffe, er liest ihn. Ich glaube nicht, dass Paul Schreuer Herrn Korinth und dem Multipolar in dieser Art ein Verdienstkreuz übergeben wird. Das würde ja, das wäre super. Das wäre ja ein Eingeständnis. Nee, wäre es nicht. Es wäre das Gegenteil von super. Na gut. Okay, aber das ist, was ich mir wünschen würde, nach dem Motto, da fangen wir mal an. Aber solange das eben nicht passiert, sind wir alle gefordert, auch mal zur Taz reinzumarschieren und den üblichen Verdächtigen oder der Bild-Zeitung sagen, sagen Sie mal diese Aussage von damals, was war denn da eigentlich? Das ist jetzt nicht mehr zu relativ, wie war das? Und die Ausrede, wir wussten es ja nicht besser, was hätten wir denn machen sollen, die zieht bei mir absolut nicht. Und aus diesem Grund, die Täter können nur dann schweigen, wenn wir das zulassen. Und ich fordere wirklich jeden auf, sagen, jetzt die Stimme zu erheben, sagen, ich glaube nicht nur, wir sollten reden, wir müssen reden und wir werden reden, Mo. Wir werden reden. Das wird ein Bestseller. Kevin, du hast ja mit allem recht. Ein zweites Gespräch zwischen Mo Asuma und Kevin Sofisiyavash, da würde ich mich auf jeden Fall drauf freuen. Wenn ich da gleich reinspringe, Dieter, du hast ja mit allem recht, ich könnte es ja nicht hellleuchtender unterschreiben, aber da steckt ja auch der Fehler gleich drin aus meiner Sicht. Das Bundesverdienstkreuz ist eine Auszeichnung für Faschisten geworden. Das Bundesverdienstkreuz haben solche Verbrecher wie Drosten bekommen. Ja? Das sind im Prinzip diejenigen, die den Massenmord der Industrie und der Politik umsetzen, werden jetzt ausgehalten. Reihenweise jeder Mitläufer, jeder Klakör dieses Faschoregimes an der Macht ist mit diesem Schandmal ausgezeichnet worden. Und selbstverständlich, und ich unterstelle dir auch gar nicht, dass du das damit irgendwie davon ablenken wolltest, Kevan, aber genau darin liegt es ja, ja. Ein Mann wie dieser Autor der Berliner Zeitung, eine Gammelzeitung, die nichts anderes versucht,
versucht, als durch vorsichtige Kritik abzufangen, ja, kontrolliert Druck ablassen. Da kannst du ja den Kopf fassen, so viel du möchtest. Die Berliner Zeitung ist mit ihrer gesamten Redaktion Teil des Täternetzwerks. Und das wird sie auch bleiben. Und sie versucht genau das, durch sanftes Abfangen, durch leichtes Kritisieren hier und da irgendwie abzulenken. Es ist doch völlig klar, dass du das auch nicht meinst, Kevan. Aber es geht nicht darum, Paul Schreier das Bundesverdienstkreuz zu verleihen oder Multipolar. Ich bin mir ziemlich sicher, das würden die auch ablehnen. Die würden beide Finger hochreißen und sagen, die Kreuze steckst du dir mal dahin, wo keine Sonne mehr scheint. Weil genau da gehören sie hin. Sondern an diesem Bundesverdienstkreuz wird doch völlig klar, was hier komplett gescheitert ist. Der gesamte Bund, diese gesamte Bundesrepublik, die Instanzen, die diesen Schund verleihen, sind gescheitert. Es sind die Nachfolger derer, die früher Mutterkreuze um Frauen gehangen haben, die Kanonenfutter produzierten und derer, die dann werktätige Helden in irgendwelchen Betrieben auszeichnen, weil sie sich ausbeuten ließen für das, was sie als Sozialismus verkauften. Und genau das setzt ja diese Republik gerade vor. Diese Nazi-Vergleiche, die finde ich, gehen gar nicht. Also erstmal kannst du die DDR nicht mit dem NS-Staat vergleichen. Das waren zwei völlig unterschiedliche Staaten, völlig unterschiedlich organisiert. Und die Bundesrepublik auch nicht. Was völlig anderes. Ich finde, diese historischen Bezüge immer zu, also okay, zur DDR finde ich jetzt nicht so schlimm, das ist ja jetzt nicht quasi das Schlimmste, was historisch passiert ist, aber zum Dritten Reich, die schießen einfach übers Ziel hinaus. Und das nutzt sich auch ab, wenn man das andauernd macht, wie Paul Brandenburg hier. Also deswegen, Herrn André kenne ich nicht gut genug, um ihm das persönlich zu unterstellen, aber die Berliner Zeitung betreibt genau das. Durch Relativieren der Täter und durch salonfähig machen, eben davon ablenken zu wollen, was da eigentlich nötig ist. Natürlich hast du völlig recht, Kevan. Einer wie Paul Schreier und die Leute vom Multipolar, das sind die Journalisten, die wir brauchen. Das sind natürlich Helden unserer Zeit und natürlich verdient er jede Ehre dafür, aber eben gerade nicht in Form eines Bundesverdienstkreuzes, sondern gegen die Instanz, die das verleiht, muss genauso ermittelt werden. Dieser Faschist im Amt des Bundespräsidenten, dieser fürchterliche Berufsverbrecher, der ist ja gerade mitschuld an dem, was da geschieht und man müsste ihn und seine gesamte Truppe dort entfernen und aus meiner Überzeugung eben auch dann das System, das da dranhängt. Also wenn wir zu einer Demokratie kommen wollen auf deutschem Boden, dann sicherlich nicht mit diesem bestehenden System. Insofern ist für mich dann wichtig, dass wir nicht bei allem Furor über die Täter und den notwendigen Schrei nach Aufarbeitung irgendwie die Instanzen dann doch noch legitimieren, aus Pragmatismus oder wie auch immer man es nennen möchte, Dieter, die dafür verantwortlich waren. Denn solange wir einen Steinmeier nicht ebenso vor Gericht bringen wie diese Marionettenrichter in ihren Roben, dann wird kein Neuanfang gelingen, Dieter. Und da muss man konsequent sein. Da kannst du deine Berliner Zeitung nicht retten. Da rette ich meine Berliner Zeitung aufs Neue. Ich finde die ganz hervorragend. Ich finde auch, dass sie für eine bürgerliche Zeitung eine wirklich gute bürgerliche Aufklärung betreibt. Gelegentlich gibt es dann auch Dinge, die selbst vom Verleger selbst disclaimed werden, die in die falsche Richtung gehen. Aber Verleger. Also erstens, da haben wir Widerspruch. Zweitens, ich verstehe auch nicht, warum die beiden sich immer über die Berliner Zeitung streiten. Also ja, auch unser Regime noch nicht als faschistisch, noch lange nicht als faschistisch, aber wenn Frau Nancy Faeser sagt, wer einen Staat verhöhnt, wird es mit dem starken Staat zu tun bekommen. Das ist zwar kein Faschismus, aber es könnte auch von Goebbels stammen. Denn alle Kabarettisten, Karikaturisten müssen da die Ohren klingeln. Es ist die Aufgabe der Satire, auch wenn man das bei Böhmermann und Krömer etc. und Welke nicht merkt, den Staat auch zu verhöhnen und seine Regierung. Übrigens, ein Staat, der sich von Karikaturisten und Kabarettisten verhöhnen lässt, ist auch kein starker Staat, mit dem man es dann zu tun bekommen könnte. Ich will in dem Zusammenhang auch nochmal sagen, das hat auch Kevan ganz sicher so gemeint, natürlich vergleichen wir jetzt nicht die Genickschussanlagen und die Gaskammern mit die Simon Wiesenthal geprägt haben oder auch andere geprägt haben, die hier in der Vorbereitung der Auschwitz-Prozesse in Frankfurt waren, mit der Corona-Krise und dem, was da an Zwangsmaßnahmen durchgeführt worden sind. Aber, und das ist, glaube ich, das Wichtige bei dem, was Kevan sagt, die Methode, dass dann so lange gewartet und geschwurbelt wird, bis Gras drüber gewachsen wird und dann ist und dann vielleicht jemand sagt, ich bin da übers Ziel hinausgeschossen, das war vielleicht falsch. Diese Methode muss man sehr deutlich benennen und man muss auch jetzt fordern, dass sie sich da entsprechend auch schuldig bekennen oder wir müssen sie eben schuldig kennzeichnen. Ich sage nur als ein Beispiel, gegen
mein Freund Christian Wulff, der einer ganz anderen Partei angehört, der mein politischer Gegner war, mit dem ich viele Divergenzen habe. Ich bin ja für ihn eingetreten bei Will und bei Maischberger und anderswo, als diese Kampagne gegen ihn lief. Und dann hatte mal wenigstens der Jürges, früherer Chefredakteur des Stern, die Stirn zu sagen, ja, ich habe mitgetan, ich entschuldige mich, ich war Teil der Meute. Das war nicht Befehlsnotstand, er war Chefredakteur. Sondern hat gesagt, ich habe mich von dieser Stimmung, dieser Selbstgefälligkeit mitreißen lassen und bin auch auf den früheren Bundespräsidenten Wulff wegen irgendwie Bobby Carr oder solchen Sachen, die da ans angebliche Korruption hochgezogen worden sind, die ja, wofür er ja dann freigesprochen worden ist, oder ein Krabbenbrötchen, was da am Oktoberfest verabreicht worden sein soll von einem Filmproduzenten. Ich bin auch über ihn hergefallen. Diese Art erwarten wir in der Aufarbeitung. Und da sind wir meilenweit von entfernt. Weil es wird niemand eingeladen, und das ist ja der Kern von Kevan, der wirklich kritisch fragt, wer hat BioNTech finanziert? Wer hat an den Aktien, Riesenaktiengewinnen profitiert? Wer hat als Steuermittel dazu beigetragen, dass dieses mRNA-Zeug überhaupt entwickelt wurde und dann vor der Zeit als vorübergehende Lösung auf die Menschheit losgelassen wurde? Wer ist da schuldig? Und das mit ökonomischen Interessen, follow the money, auch zu verfolgen. Das ist, glaube ich, das, was jetzt in der Aufklärung nötig ist. Und diese Leute werden natürlich bei den großen Talkshows und bei den Nachrichtensendungen nicht vorgelassen, nicht reingelassen. Und das wird zugedeckt. Das soll so lange getalkt werden, so lange geschwurbelt werden, bis das Ding irgendwie einigermaßen im kollektiven Bewusstsein verschwunden ist. Und dann kommt vielleicht der erste Zaghafte und sagt, wir haben hier doch ein paar tausend Menschen leben auf dem Gewissen, weil die mit Herzbeutel oder, wir haben ja letztens darüber diskutiert, Paul, oder mit Turbokrebs, das sind die Ursache nicht so eindeutig wie bei Thrombosen, aber du hast mich da auch, glaube ich, richtig korrigiert. Aber jedenfalls sind dort eine Menge Menschen ums Leben gekommen, die heute als Long-Covid dargestellt werden, aber in Wirklichkeit in die Statistik für die sogenannten Vaccinationsopfer genannt werden müssten. Ich möchte kurz etwas dazu sagen. Dieter, mir geht es um Folgendes. Wir gucken uns Krankheiten und auch geschichtliche Krankheiten gerne immer im Endstadium an. Und das ist meiner Meinung nach ein Fehler. Denn das Dritte Reich begann ja nicht mit den Konzentrationslagern. Das war das Ende. Also wenn man sich auch anschaut, wann die sogenannte Endlösung, wann die zahlenmäßig an Fahrt aufnahm, das war eigentlich so, als das Dritte Reich schon am Untergehen war. Und deswegen, wenn wir so etwas nicht wieder haben wollen, dann sollten wir erkennen und uns unsere Sinne schärfen für, wie es losgeht. Und es begann damals schon auch mit der Sprache. Und wir hatten das während der Corona-Zeit. Also in den ersten Monaten, wo Hitler an der Macht war, hat er sofort die Kommunisten ins KZ werfen lassen und die KPD zerschlagen. Und sich danach an die anderen Parteien gemacht. Also in Deutschland ging das sehr schnell. Da kann man gar nicht sagen, dass das ein schrittweiser Prozess war wie in Italien. Dort hat Mussolini ja Jahre gebraucht, um eine faschistische Diktatur aufzubauen. In Deutschland ging das ja alles innerhalb weniger Monate. Also in Deutschland, da ging es wirklich mit der relativ schnell mit der Erschießung von Oppositionellen los, und das haben wir nicht. Also nochmal diesem Faschismusvorwurf. Im Faschismus könnte so ein Gespräch hier, was die drei hier führen, nicht stattfinden. Ein faschistischer Staat würde das verbieten. Faschistischer Staat würde Giannis Varoufakis auch kein Einreiseverbot erteilen. Ein faschistischer Staat, da würde sich Giannis Varoufakis gar nicht trauen einzureisen, weil er wüsste, was dieser Staat mit ihm machen würde. Also Faschismus bezeichnet die offen terroristische Diktatur der reaktionärsten Elemente des Finanzkapitals. Dass die hiesige Politik dem Finanzkapital dient, okay, das kann man vielleicht noch irgendwie argumentieren. Aber eine offen terroristische Diktatur haben wir nicht. Also sowohl Kevan Tsufi-Siavash als auch Paul Brandenburg, obwohl sie, glaube ich, ausgereist sind, können sie hier über die Straße gehen, ohne dass die Polizei sie gleich festnimmt oder erschießt. Also das ist einfach so. Also deswegen finde ich diesen Vorwurf etwas absurd. Also was nichts daran ändert, dass die Ampelkoalition unsere Demokratie immer weiter einschränkt und dass sich die Zustände immer weiter verschlechtern. Aber da muss man doch nicht gleich mit dem schärfsten Begriff kommen, mit dem man gleich zur Hand hat. Und der, wie gesagt, nicht passend ist. Wenn wir als Sozialschädlinge bezeichnet wurden, wenn heißt, an den Rand drängen und wenn die ganze Nation möge mit dem Finger uns, und dann ist das eine ganz klare Sündenbock-Mentalität, und das ist 30er Jahre. Das muss man einfach so sagen.
Und das endet am Ende in einem Lager. Und es wäre auch möglich gewesen, wenn... Das ist noch nicht... Du hast völlig recht. Und während den Anfängen heißt ja nicht, dass diese Anfänge harmlos sind. Sondern das Ding ja, muss man, ich will das in dem Zusammenhang nur nochmal sagen. Die ersten Reichsrassengesetze von 1933 waren noch, sagen wir mal, für das Brennen von Synagogen ausgelegt, für den ganzen Terror, der den jüdischen Mitmenschen dort angetan wurde, ausgelegt. Und dann wurden sie umgeschrieben. Und umgeschrieben wurden sie von Herrn Klopke. Und Herr Klopke wurde dann Chef des Kanzleramts bei Konrad Adenauer in der Bundesrepublik. Das heißt, der Typ, der die Reichsrassengesetze für die Wannsee-Konferenz, für die Endlösung, für die Gaskammern umgeschrieben hat, damit die alten Reichsrassengesetze dann eben für diese industrielle Massenermordung tauglich wurden, der ist dann nach dem Krieg belohnt worden, indem er der engste Berater, Staatssekretär und Chef des Kanzleramts bei Adenauer war, übrigens wie Hermann Josef Abs, der dann auch für Adenauer engster Berater war und der ja bekanntlich den Kreditvertrag für den Bau von Auschwitz und auch die Profite bei Zyklon B, eingestrichen hat. Ich möchte da sagen, das Fundament von Auschwitz war im Vorfeld ein sprachliches Fundament, was man sagen kann. Das ist richtig. Das ist genau der Punkt. Und ich kann nur sagen, jemand wie Herr Blome mit seinem Wording mit dem Finger auf Sie zeigen, das ist im Grunde schon die Vorbereitung, die sprachliche Vorbereitung an der sogenannten Sonderbehandlung. Das ist einfach so. Die Art und Weise, wie er heute auftritt, da kann ich nicht erkennen, dass er denkt, oh, was habe ich getan? Mir ist dasselbe passiert. Nein. Da gibt es kein Unrechtsbewusstsein. Dieses Unrechtsbewusstsein, das ist auch für die Opfer so frappierend, dass sie denken, also wenn der das nicht macht, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Es ist so schlimm. Ja. Wenn man in Nürnberg erwartet hätte oder auch später, dass Leute sagen, ich glaube, ich habe das in einem Beitrag gesagt, es gibt ja auch andere Menschen. Klassisches Beispiel, weil ich jetzt nicht sage, jeder hat meinetwegen die Bio oder die Antennen, dass er rechtzeitig einstellt. Es ist auch einfach, also ich halte, wie gesagt, auch diese Erklärung jetzt auch in Bezug aufs Dritte Reich nicht für richtig. Also die Taten beruhten ja nicht auf einem sprachlichen Fundament, sondern die beruhten darauf, dass sie die staatlichen Machtmittel in der Hand hatten. Also die hätten in der Weimarer Republik noch so viele Reden halten können, wenn sie nicht als stärkste Partei ins Parlament gewählt worden wären. Und wenn Hindenburg Hitler nicht zum Reichskanzler ernannt hätte, dann hätte es diese ganzen Verbrechen, dann hätte es die faschistische Diktatur nie gegeben. Also das Problem war ja nicht, dass sie diese Rhetorik hatten, sondern das Problem war, dass sie die Machtmittel in die Hand bekommen haben. Die hätten im Reichstag so viele Reden halten können, wie sie wollen in der Weimarer Republik. Es hätte nichts groß geändert. Also erst als sie an die Macht gekommen waren, konnten sie das, was sie vorhatten, in die Tat umsetzen. Eine die Hitler-Sekretärin hat später eine Dokumentation über sich machen lassen. Frau Junge, im toten Winkel. Und da stellt sie die berechtigte Frage, wie das eigentlich sein kann, dass sie im selben Alter wie damals die Geschwister Scholl, die ja mal überzeugte Nazis waren, dass die irgendwie einen Bruch hatten oder etwas anderes getan, Weiße Rose, während sie weiterhin im Reichskanzler die Sachen geschrieben hat. Und sie hat später gesagt, okay, ich kann immer noch als schlechtes Beispiel dahingehend dienen. Ich sage, das ist mir passiert. Ich dachte das nicht, aber ich möchte zeigen, für die Zukunft, passt auf. Ich wusste es nicht, ich dachte es nicht, aber ich bin benutzt worden. Das ist mit mir gemacht worden. Also das ist für mich eine Aufarbeitung, wo die dann sich ich bin unschuldig, ich bin auch nicht unbedingt schuldig, aber das lerne ich aus meinem Schicksal, das kann mit dir passieren, wenn du einfach nur Karriere machst und neben dem Führer eben abtippst. Das wäre für mich eine Aufarbeitung. Und das findet ja auch nicht statt, weil ich bin ja nicht derjenige, der den Richter sagt, was hast du da gemacht? Ja, wir alle sind letztendlich mehr oder weniger zu Fehlern verdammt. Aber wenn er so etwas gemacht hat und man hat den Intellekt, wer sein ist, Herr Blome, dann ist es reine Eitelkeit, sich das einzuräumen und im Nachhinein zu schönen, man konnte nicht wissen. Der Mann weiß genau, was er getan hat. Und er ist ein Karrierist und möchte seine Karriere weitermachen, genau wie Herr Wieler. Und ich erwarte von diesen Leuten, wenn man sagt, da gibt es ja eine Geschichte, kein Beispiel. Doch, das gibt es. Es gibt Leute, die gesagt haben, da habe ich mich verleiten lassen, da war ich Teil der Meute, ich schäme mich dafür, auch wenn ich es nicht unbedingt wusste, aber ich möchte zeigen, dass damit so etwas nicht steigerbar ist und damit ich auch von mir selber gut dastehe, sage ich, hör zu, das war ein Fehler. Ist das zu viel verlangt? Gegenüber den Opfern. Und solange das nicht passiert, bleibe ich dran. Tut mir leid. Wir bekommen es Dieter schon noch beigebracht, dass Faschismus nicht identisch ist mit Nationalsozialismus. Nein, und das behauptet auch niemand. Aber offen terroristische Diktatur, sowas haben wir in Deutschland nicht. Also zeig mir doch die tausenden toten Oppositionellen, die gibt es nicht in Deutschland. Also behaupten, dass wir gerade auf der Welt keinen wirklich faschistischen Staat haben. Also mir fiele jetzt auf Anhieb keiner ein. Das ist ein historisches Phänomen gewesen, das es im 20. Jahrhundert gab und ob es jemals wiederkommen wird, das ist offen.
Also deswegen würde ich diesen Begriff auch nicht so willkürlich verwenden. Er anfängt und sich entwickelt, auch bevor die Genickschussanlagen endlich da sind. Und damit sind wir letztlich bei deinem Thema, denn du sagst Netanyahus Wiederwahl. Ja, das ist dann das nächste Thema. Dazu kommen wir gleich. Aber wie gesagt, nochmal zu Faschismus. Das ist die offen terroristische Diktatur der reaktionärsten Kapitals. Das haben wir schlicht und ergreifend nicht. Also in einem faschistischen Staat, da gäbe es keine Oppositionsparteien, die dagegen opponieren könnten. Also da gäbe es weder AfD, noch BSW, noch Linke, noch sonst irgendwas. Da gäbe es eine staatliche Einheitspartei, die dann entsprechend Politik macht. Also ich meine, dieser Faschismusvorwurf, der kommt ja nicht nur von den drei hier. Ich meine, Hitler-Vergleiche, die sind ja total on woke. Also jetzt nicht gegen unsere eigene Regierung, sondern gegen feindliche Regierungen, beispielsweise gegen die russische. Und auch da muss man sagen, nein, auch Russland ist, obwohl da die Opposition unterdrückt wird, kein faschistischer Staat. Auch in Russland gibt es Wahlen, auch in Russland gibt es eine Opposition. Und wie gesagt, es gibt, glaube ich, auf der Welt gerade keinen wirklich faschistischen Staat. Und wenn euch einer einfällt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber selbst solche Diktaturen, wo die Opposition vollkommen abgeschafft ist, wie beispielsweise, nehmen wir mal Afghanistan. Da haben ja die Taliban den Bürgerkrieg gewonnen und sind da jetzt einzig herrschende Regierung. Und die haben wirklich jede Opposition abgeschafft, entspricht ihrem theokratischen Staatsverständnis, aber auch das ist kein faschistischer Staat. Die Taliban, die haben nämlich als Klassenbasis das Kleinbürgertum. In Afghanistan gibt es kein voll entwickeltes Finanzkapital und dementsprechend kann es in Afghanistan auch keinen Faschismus geben. Also unter den derzeitigen Bedingungen zumindest nicht. Beispielsweise, also ich habe mir jetzt irgendeinen Staat rausgesucht, könnte auch noch andere Staaten durchgehen. Aber wie gesagt, ich würde sagen, Faschismus ist etwas, das hatten wir im 20. Jahrhundert. Das ist ein historisches Phänomen. Da kann man jetzt nicht jede Regierung, die einem nicht gefällt und die ein bisschen die Opposition unterdrückt, gleich als faschistisch bezeichnen. So, jetzt sind wir bei der Schlagzeile von Dieter Dehm angekommen. Netanjahus Wiederwahl wird nämlich nur durch einen Flächenbrand im Nahen Osten möglich sein. So zumindest die These von Dieter Dehm, die wir uns jetzt gemeinsam anschauen werden. Bei deinem Thema, denn du sagst, Netanjahus Wiederwahl ist nur durch einen Flächenbrand möglich. Ja, ich will vielleicht eine kleine Vorrede machen zu dem Song, der jetzt allerorten diskutiert wird, wofür ich weiß nicht, ob es die Titelseite ist, ich habe es jetzt im Internet nicht gesehen, bei der Bild-Zeitung sehr groß, weil ich mit Dieter Hallervorden diesen Song geschrieben habe zum Thema meiner Nichtmitarbeit beim Ministerium für Staatssicherheit und meiner Nichtbespitzelung von Biermann, etwas, was ich übrigens zutiefst bedauere. Ich hätte jeden in der DDR nicht Gaza Gaza, was gerade ja. Von Dieter Hallervorden unter anderem auch über Apolut und deine Kanäle. Mhm. Also die jedenfalls war diese, wir haben ja da schon drüber diskutiert, haben auch gemeinsam schon was gemacht gehabt zu dem Ministerium für Staatssicherheit und dem eben Vorwurf, der aber eigentlich mit der Sache nichts zu tun hat, dass ich angeblich mit 23 oder 25 da für das Ministerium gearbeitet haben soll. Jedenfalls bei Wolf Biermann, der ein solcher Schreibtischverbrecher für Kriege, alle NATO-Kriege geworden ist, da bedauere ich zutiefst, dass ich nicht jedem in der DDR erzählt habe, was er für ein Schwein ist, sondern ihn gemanagt habe, sodass er es später bedankt hat. Durch mein Management hätte er sein Reichtum verdreifacht. Jedenfalls im Kern geht es bei diesem Lied darum, ich will das nur noch mal sagen, da sind wir auch beim Thema, dass das, was Dieter Hallervorden dort macht, inklusive dem Intro, wir haben das alles gemeinsam produziert, ist ja voll auf der Linie der Vereinten Nationen, voll auf der Linie von Antonio Guterres. Er sagt, er distanziert sich sehr deutlich und unmissverständlich vom Terror der Hamas. Er fordert die Freilassung, die sofortige Freilassung der Geiseln und er will Waffenstillstand, das ist genau die Linie. Und dann kommt eben ein Gedicht, in dem ich versuche darzustellen, dass kein Mensch als Terrorist geboren wird, sondern wie man unter bestimmten Umständen dann zu diesem wirklich dieser Flucht in einen Gewaltanwendung kommt, die dann am Ende natürlich wohlfeil ist, in Talkshows hier zu verurteilen, wo man nur die Genesis dorthin sehen muss. Angefangen, und das ist immer der Punkt, man schneidet in der unaufgeklärten Geschichtsaufarbeitung den einen Terror vom anderen ab. Französische Revolution, wie gesagt, da kommen
kleine Leute an die Macht. Das Erste, was ihnen natürlich einfällt, weil sie ungebildet sind, bildungsfern würde man heute sagen, sie stellen die Guillotine auf, bringen Tausende von Unschuldigen um. Dennoch feiern wir auch im Geschichtsunterricht die Französische Revolution als den Beginn des Code Civil, also des demokratischen Rechtsstaats. Das ist der Anfang. Trotzdem da viel Unrecht geschehen ist. Aber man schneidet das ab vom Terror, der vorher durch die absolutistischen Könige den kleinen Leuten angetan wurde. So ist das immer. Wenn über Revolution gesprochen wird, beginnt die Geschichtsschreibung immer dem Terror der Revolutionäre, aber nicht mit dem, was ihnen vorher angetan worden ist. Und so ist es auch hier im Kleinen wieder. Am 2. April beschießt Israel die iranische Botschaft in Syrien, überfällt ein fremdes Land, tötet dabei Menschen, darunter zwei iranische Generäle und andere. Ich will gar nicht über die Bewertung reden der Menschen, die da ermordet worden sind. Darüber wird in den meisten Medien heute nicht gesprochen, sondern nur von dem iranischen Gegenschlag. Und jetzt muss man einfach wissen, was da die Realität ist. Die Realität ist, dass... Stellt euch mal vor, am 25. Februar 2022 hätten alle Medien getitelt, die Ukraine greift Russland an. Also nachdem die Ukraine zurückgeschossen hat, als Russland da ein... Stellt euch das mal vor. Ungefähr so war das beim Angriff Israels auf den Iran. Israel attackiert den Iran, es ist nur eine kleine Zwischenmeldung. Dann der Iran schlägt zurück, überall in den Nachrichten, Iran greift Israel an. Also könnte man auch fragen, okay, wer hat jetzt zuerst geschossen? Das war doch bei der Ukraine angeblich so relevant. Die Iraner vorher die USA informiert haben, wo ihre Drohnen fliegen werden und auch damit nahegelegt haben, wie die Drohnen abzufangen sind. Es war ja nicht nur Israel, was Drohnen abgefangen hat, wo da mehr angekommen sind, als die Israelis in ihrer Propaganda zugeben, sondern es war ja auch, waren ja auch britische und amerikanische und andere, die da mitgeholfen, übrigens auch arabische Staaten, die da mitgeholfen haben. Die hatten diese Information weitergereicht bekommen von den USA und die hatten sie direkt von den Iranern. Warum? Im Iran steht ein Regime erheblich unter Druck im eigenen Land. Das ist nicht ganz einfach, einen solchen anachronistischen Staat mit Mullahs aufrechtzuerhalten, einer aufgeklärten Zeit in einer Bevölkerung, die viel aufgeklärter ist als die Bevölkerung in Saudi-Arabien und Katar und anderswo, die viel mehr fordert und auch viel mehr demokratische Forderungen hat. Das ist nicht ganz einfach. In diesem Land, die stehen da erheblich unter Druck und Netanyahu steht auch erheblich unter Druck. Seine Umfragewerte sind um zwischen 12% und 8% gesunken. Er würde heute nicht mehr wiedergewählt. Er hat nur eine Chance, er zieht die USA in diesen Krieg hinein. Die USA haben nun gerade auch einen Präsidentschaftswahlkampf. Da hast du einen relativ zionistischen Präsidentschaftskandidaten namens Trump und einen ziemlich antirussischen Präsidentschaftskandidaten namens Biden. Beides keine wohlfeilen Vertreter des Weltfriedens. Also wenn Trump rankommt, muss Iran und muss auch China mit einigen an möglicherweise militanten Maßnahmen rechnen, obwohl er selbst keinen Krieg angefangen hat. Biden zeigt mit seinem Sohn, der ja Chef des ukrainischen Gaskonzerns ist, und mit Bill Gates, der da schon große Länder in der Ukraine aufgekauft hat, Landwirtschaft aufgekauft hat, zeigt, wo die Interessen liegen. Das ist die Situation, in der der Netanyahu sein Überleben versucht hat, mit dieser Maßnahme in Syrien die iranische Botschaft zu bombardieren, mit einer Provokation, bei der er wusste, es kommt irgendwas dagegen, es kann sich das iranische Regime gar nicht leisten, da nichts dagegen zu tun, dann die eben da reinzuziehen. Nun macht Iran eine vergleichsweise harmlose Gegenreaktion. Ich zitiere jetzt Herrn Steinberg, der das so bei Lanz gesagt hat, der da als Islamexperte oder Experte für den Nahen Osten eingeführt worden ist, der gesagt hat, natürlich weiß jeder, es waren die Israelis, die das bombardiert hat, so Herr Steinberg. Und natürlich war das eine maßvolle Reaktion, die vorher noch kommuniziert worden ist, damit sie nicht zu einem Flächenbrand führt. Das ist die Situation. Und nun hängt es von den nächsten Schritten ab. Die USA und teilweise sogar unsere Bundesregierung versucht jetzt mäßigend einzuwirken und zu sagen, nicht weiter eskalieren. Man hat Verständnis für und die bedingungslose Solidarität mit, wobei das immer auch eine Solidarität mit dem faschistischen Minister Smotrich ist, der selbst stolz bekennt, ich bin homophober Faschist, ein Mitglied der israelischen Regierung, nennt sich selbst einen homophoben Faschisten. Und Herr Ben-Gvir, auch Minister in der Regierung, sagt, er ist für Völkervertreibung der Palästinenser. Kann man dann auf die Matrix der Handlungen vielleicht drauflegen, was er dort gesagt hat und so weiter. Also dann bedingungslose Solidarität, aber mäßig. Und das ist das Entscheidende. Die nächsten Tage wird entscheidend. Ich wage die Prognose, dass sich die Netanyahu-Regierung, dass sie ihr zwar in den Fingern juckt, weil sie weiß, der engere Kern der Netanyahu-Truppe, dass sie auch von den Eltern der Geiseln und von vielen Menschen, die jetzt auf der Straße sind,
in Israel nicht gutiert werden, dass sie dort möglicherweise versuchen, wieder mit dem Feuer zu spielen, aber sich nicht leisten können, mit dem engen Bündnispartner Deutschland und mit Biden sich im Moment zu überwerfen. Also seine einzige Chance ist, sonst wird er weg sein. Netanyahu, der da lächelnd in den ganzen Regierungskabinettssitzungen in Israel abgefilmt wird, wo man das Gefühl hat, ich denke, es ist alles für ihn so tragisch und dann sitzt er da und lacht da wie ein Hollywood-Star, also ein schlecht bezahlter, und lacht da rum. Also alles das sind Dinge, das muss man deutlich sagen, die auch auf unserem Rücken ausgetragen werden. Denn wir müssen ein Interesse daran haben, als Deutsche, als Europäer, dass dieser Konflikt deeskaliert wird, so wie der Konflikt in der Ukraine auch. Und dass Waffenstillstand, wofür Dieter Hallervorden in unserem Lied auch deutlich wirbt, dass Waffenstillstand die einzige Perspektive ist und natürlich auch irgendwo noch wieder die Hoffnung zum Schimmern gebracht werden muss, dass es eine Zwei-Staaten-Lösung gibt. Das ist durch die israelischen Siedler und ihren Terror, den sie wirklich machen. Ich war da, also ich bin da hingefahren mit Leuten, deren Bildschirmschoner ein israelischer Panzer war. Die sind da hingefahren von Bak Shalom, die waren ausgesprochene Israel-Fans. Und als sie zurückkamen, war ihre Meinung wie ausgewechselt, als sie das alles in Hebron und anderswo gesehen haben. Also wichtig ist, dass wir hier als Europäer unsere Karte spielen. Die kann nur Deeskalation dieser Konflikte sein. Und die Konzeption, die Netanyahu zu seinem eigenen egoistischen politischen Überleben, ist der Mann lang genug, glaube ich, zum Unheil des israelischen Volks, dort israelische Regierungschefe, seine anti-israelische Regierung, die dort an der Macht ist, sie richtet sich auch gegen das eigene israelische Volk. Er hat nun ein ganz anderes Interesse. Ich wollte das nur deutlich machen. Netanyahu hat die einzige Chance, mit einem Flächenbrand über die Runden seines persönlichen Karrieredaseins zu kommen. Das ist zynisch und das zeigt, wo die Menschenverächter sitzen. Und vor allem nicht ins Gefängnis zu kommen. Also Netanyahu, deswegen hat er auch versucht, das Verfassungsgericht umzubauen. Also der ist ja ein zig Korruptionsskandal. Wenn er irgendwann nicht mehr Ministerpräsident sein sollte, dann könnte es gut sein, dass er bis zu seinem Lebensende im Gefängnis schmort. Ja, Ivan, in einer Sache sind wir uns sicherlich einig, oder sind wir uns alle einig, dass die Reaktion Israels mittlerweile in jedem Fall eine Überreaktion ist. Ich meine ja immer, dass es keinen Grund gibt, diese vollkommen zulässige und wie viel eine notwendige Kritik, die ich auch in diesem Werk von Hallervorden und dir, Dieter, sehe, dass man die verbinden muss mit irgendeiner Relativierung der Motive der Terroristen, die Hamas da geschickt hat. Das finde ich nicht nur unglücklich, sondern daran erkenne ich altlinken Anti-Israelismus, der aber das entscheidet. Was heißt der Motive? Also erklären, warum etwas passiert ist, heißt nicht moralisch rechtfertigen. Also das ist doch das Gleiche wie im Ukraine-Krieg. Nur weil man erklärt, warum Russland so handelt, wie es das tut, dass man das rechtfertigt. Also das ist bei der Hamas genauso. Wann wurde die Hamas gegründet? In der ersten Intifada. Also gegen was richtete sich die Intifada? Gegen die israelische Besatzung palästinensischen Landes. Und ja, im Gazastreifen, da hat diese Besatzung 2006 geendet. Da hat Israel danach auf Wirtschaftsembargo gesetzt, aber im Westjordanland, da geht diese Besatzung bis heute weiter. Also man muss doch mal sehen, was zuerst da war. War die Hamas zuerst da oder war die illegale israelische Besatzung eines fremden Staates zuerst da? Du hast doch Gelegenheit zur Gegenrede, lieber Dieter. Ja? Ja. Den aber dann gleich, und das ist wieder der Punkt, wo wir uns bestimmt einig sind, den dann aber gleich zu framen als Antisemitismus natürlich, das ist das Niedrige, das finde ich ekelhaft. Das macht nun die Bild-Zeitung auch gerade mit deinem Gedicht, Dieter, die behaupten, das sei Antisemitismus, diese Kritik an Israel. Das ist immer die hässliche Variante. Irgendwie können wir Deutschen nur das eine oder das andere. Entweder ist man glühend dafür, kennt keine Kritik an Israel, wenn man ist Antisemit. Dazwischen geht gar nichts gewährt. Das erstmal Kevan, dann antworte ich. Also ich muss sagen, heute ist es ja leider so, dass wenn man Israel kritisiert, und zwar weil man sagt, hör zu, die Politik, die Israel macht, ist für Israel vor allem selber gefährlich. Das Land ist ja nicht besonders groß. Der mal da war, sagt, das ist jetzt nicht riesengroß, das ist so groß wie das Saarland, umgeben von arabischen Staaten im weitesten Sinne, säkulären und nicht so säkulären. Das sollte doch auf jeden Fall ein großes Interesse daran haben, zumindest akzeptiert zu werden. Davon ist ja Israel im Moment ziemlich weit entfernt. Sobald man das eben sagt, wird einem sofort Antisemitismus unterstellt. Dabei ist dieses weiter so eigentlich Antisemitismus, weil dann kann es sein, dass das Blatt sich dahingehend wendet, dass immer mehr arabische Staaten sagen, jetzt sind wir auch mit unserer Solidarität bezüglich Israel weg. Also Saudi-Arabien könnte kippen, Ägypten könnte sich das anders überlegen. Das ist ja nicht nur der Iran. Ich finde, dass der Netanyahu der schlechteste Präsident ist, den das Land je hatte, weil es gibt, glaube ich, kein Land, in dem Juden im Moment unsicherer leben wie Israel selber. Das kann man auch daran erkennen, dass viele wegfahren und viele Intellektuelle auch nicht mehr einreisen dürfen, weil sie Kritik üben und auch viele nicht mehr dorthin wollen, weil sie sagen, das ist ja nur noch irre. Tut mir jetzt leid, dass ich Kevin auf Beschleunigung hatte, habe ich gerade zu spät reagiert, aber auf jeden Fall nochmal zu den Staaten, die kippen könnten. Jordanien hat schon ganz eindeutig gesagt, Palästina aus dem Westjordanland vertreibt, wenn Israel den Iran angreift, also
dann wird Jordanien auf jeden Fall nicht an der Seite Israels stehen. Also Jordanien hat ja vor kurzem die iranischen Flugkörper, die Richtung Israel, beziehungsweise die iranischen Drohnen, die Richtung Israel geflogen sind, abgeschossen. Und es hat kurz darauf vermeldet, dass es mit israelischen Drohnen genau das Gleiche machen würde. Also Jordanien wird auf keinen Fall an der Seite Israels stehen bei einem großen Krieg. Und es ist die Frage, ja, wie Israel sich da verhalten wird. Also Jordanien ist einer der pro-westlichsten Staaten in der Region. Da ist immer noch eine von den Briten eingesetzte Monarchie in der Macht. Also das ist auch was man sehen muss. Und Saudi-Arabien und der Iran haben sich in der Vergangenheit auch schon angenähert. Ägypten, da würde der Militärregierung vor allem die Bevölkerung aufs Dach steigen, wenn die sich offen auf die Seite Israels stellen würde. Also hat Kelvin völlig recht. Also immer mehr arabische Staaten gehen auf Distanz zu Israel. Und Ägypten hat sogar schon damit gedroht, dass es das Camp David-Abkommen aufkündigen wird. Also das wäre auch schon ein völlig neuer Schritt der Eskalation. Zu dem, was du gesagt hast, A mit B vergleichen und Relativierung. Man muss sich, die jüdische Allgemeine, die ja nicht neutral ist, das kann sie wahrscheinlich auch gar nicht sein, hat ja gleich geschrieben, ja, es gab ja zu jeder Aktion eine Voraktion. Das ist absolut richtig, jüdische Allgemeine, aber es begann ja mit der Staatsgründung. Das ist die erste Aktion. Jetzt kann man immer sagen, wer hat angefangen und so weiter. Kann man sogar angefangen hat der Urknall. So kann man eigentlich, dann kann man bis zum Schluss gehen. Wir müssen uns doch eine ganz pragmatische Frage stellen. Politik ist nicht immer gerecht. Das ist einfach so. Und manche Dinge, die passiert sind, kann man auch nicht mehr gerecht machen. Also ein Völkermord, der passiert ist, den kann man nicht irgendwie mit Geld oder Barmitteln, so, das ist passiert. So, wenn wir aber wollen, dass dieses Staatengebilde Israel-Palästina oder Palästina-Israel, weil die New York Times hat gesagt, man möge Palästina nicht mehr nennen. Man muss sich mal vorstellen, wenn eine arabische Zeitung gesagt hätte, man dürfte Israel nicht mehr nennen. Es wäre sofort Rassismus, wir sollten von der Landkarte wegwischen. Also wenn wir das pragmatisch lösen wollen, dann müssen wir sagen, okay, da gab es ein historisches Palästina, das ist einfach unbenommen. Da haben sehr viele Ethnien gelebt, und zwar israelische oder jüdische Palästinenser, christliche Palästinenser, darf man nicht vergessen, und eben arabische Palästinenser und auch viele andere Religionen haben dort ihre Homebase. Und wenn wir wollen, dass die miteinander auskommen, das hat ja schon mal funktioniert, bevor es diesen Staat Israel gab, bevor die Zionisten gesagt haben, wir wollen das Land jetzt haben und den Holocaust als Rückenwind genommen haben, aber schon im Vorfeld, dann sollten wir dafür sorgen, dass diese schwierige Kombination aus Menschen, die letztendlich Geschwister sind, das darf man ja nicht vergessen, ne? Sind ja alles Semiten, es wird ja immer vergessen, dass wir das irgendwie klar bekommen, und das geht eben nicht, indem wir darauf hoffen, dass ein derart verstrittenes Ehepaar das selbst in den Griff bekommt, da brauchen wir eine echte Eheberatung. So, das klappt vielleicht dann immer noch nicht so richtig gut, aber man weiß warum. Wir brauchen also jemanden, der deeskaliert. Es gibt allerdings auch Kräfte, die haben daran kein Interesse, weil sie religiös motiviert sind, weil sie fanatisch sind, weil sie eben sagen, die Bibel ist mein Mandat. Das ist nicht nur Netanyahu, das sind auch sehr viele Kollegen in den USA, die gesagt haben, das muss passieren, weil die sagen, erst wenn es keinen Palästinenser dort mehr gibt, kein Araber mehr, dann kommt Jesus Christus oder der Mahdi oder wer wird dann herabsteigen, dann muss auch noch die Al-Aqsa-Moschee beseitigt werden. Die also sagen, wir brauchen Armageddon, weil das ist die Umsetzung der Bibel. Es gibt Leute, die so etwas tun, und die sitzen zum Teil auch an den roten Drückern oder stehen hinter IPEC. Wir haben es also mit Fanatikern in jeder Art und Weise zu tun. Und wenn diese Scharfmacher über diese Möglichkeiten verfügen, dann wissen wir und sollten wir erkennen, dass die alles wollen, nur keinen Frieden, weil die wollen die Eskalation, um wirklich den letzten Palästinenser aus diesem Land zu treiben, zu verjagen, damit die Bibel umgesetzt werden kann. Wie kommt man dem bei? Ich glaube, dafür hatten wir ja eigentlich die United Nations, dass wir sagen, okay, es gibt auch, also wir haben es eigentlich mit einem israelischen Mullah-Staat zu tun, also überall. Wie kommen wir dem bei, indem die Vernunft am Ende siegt, indem wir sagen, so geht das eben nicht. Und ich glaube, und das würde ich mir wünschen, dass Deutsche sagen, okay, wer hat angefangen? Da kann man jetzt ewig weitermachen. Das bringt uns nicht, sondern beide Völker haben das Recht, auf diesem Land zu leben. Und die Frage ist ja, die Orte, die geräumt wurden von Palästinensern, sind die denn wieder besiedelt? Und das Erstaunliche ist ja, 90% der Dörfer, die platt gemacht wurden, wurden von Israelis gar nicht besiedelt. Es wäre da also auch Platz. Wer möchte denn überhaupt zurück? Weil jeder, der als Jude geboren ist, hat das Recht auf Rückkehr, auch wenn er Amerikaner ist. Aber ein Palästinenser, der vertrieben wurde, hat das eben nicht. Das ist alles bigott. Und ich würde mir wünschen, ich weiß, es wird nicht funktionieren, dass Deutsche sagen würden, gerade mit der historischen Verantwortung des Holocaust, wollten wir doch darauf für eins sorgen, dass nie wieder ethnische Säuberungen stattfinden, und zwar in gar keiner Bevölkerung, dass nie wieder Unrecht wird, weil man unter Druck gesetzt wird. Dass wir sagen, hör zu, so geht das nicht. Wir sollten uns für beide Seiten einsetzen. Was wir dann auch immer sehen, ist die Propaganda. Jetzt lädt man ja jede Menge Iraner ein, auch aus deutschen Parteien, die dann etwas dafür sagen würden, warum es richtig oder falsch ist. Ich bin gegen jede Form von Gewalt, das sage ich ganz klar. Denn mit Gewalt wird man diesen Konflikt genauso wenig lösen wie den Ukraine-Konflikt. Aber ich kann sagen, womit man ihn nicht löst, mit Unaufrichtigkeit. Solange wir unaufrichtig sind, und das sind wir, wird das
nie was werden. Wir sollten die Zankeen an einen Tisch bringen und da könnte vielleicht auch ein neutrales Land, in diesem Fall zum Beispiel mal China, die ja auch in Israel investieren, sagen, hör zu, dass da im Nahen Osten, da sind ja auch Ölquellen, da haben wir alle Interessen. Was soll das denn? Könnte das eigentlich, könnte da eingreifen? Macht aber gar keiner. Und etwas, was ich halt auch noch sagen möchte, weil ich möchte mich gar nicht auf die Israel-Kritik konzentrieren. Ich bin müde, ehrlich gesagt. Das hat auch keinen Sinn. Ich frage mich und würde auch mal appellieren an die OPEC-Staaten. Man könnte diesen Konflikt nämlich Land zurückgeben. Darum geht es am Ende des Tages, nämlich dass die Israelis Land zurückgeben, die Siedler sich auf das Territorium zurückziehen, auf was man sich mal geeinigt hat. Und da sollen die Palästinenser ihren Staat haben und leben. Und sie werden miteinander leben müssen, weil es bilateral ist. Dafür ist das Land auch viel zu klein. Es würde auch gehen, weil im Grunde ist das ein großer Bazar. Er hat damit zu tun, dass man unterschiedlich ist, aber miteinander Handel treibt. Das schließt sich überhaupt nicht aus. So. Genau wie Kreuzberg sich nicht von Berlin ausschließt, weil da sehr viele türkische Menschen leben. Das gehört dazu. Okay? So. Und das ist aber trotzdem nicht Mitte. Und ist auch nicht was anderes. Ich würde mir wünschen, dass die OPEC-Staaten sagen, so, wir gucken uns das jetzt schon so lange an. Und unsere Art von Glaubwürdigkeit wäre nämlich dahingehend, wir haben alle ökonomische Interessen an diesem kleinen Gebiet. Warum? Weil dort jede Menge Ölfelder sind. Da haben wir erstens Saudi-Arabien, da haben wir den Irak und in unmittelbarer Reichweite haben wir auch den Iran, dann haben wir die Straße von Hormuz. Niemand kann Interesse haben. Und viele Gasfelder vor Gaza und auch in der Seegebiet. Ja, so. Das musst du nochmal deutlich sagen. Das ist die Gasfelder und die Ölfelder im Meer vor dem Gazastreifen. Gaza sind riesig groß, aber die gesamte Region ist das Ölfass der Welt. Ja, kann sich das auch niemand erlauben. Deswegen steht auch der Iran noch, weil es käme sofort zu einem Flächenbrand, Straße von Hormuz. Die Weltwirtschaft wird zusammenbrechen. Das eskaliert. Das kriegt keiner mehr in den Griff. Deswegen haben die Amerikaner gesagt, wir können das nicht machen. Sunniten, Schiiten, komplex. Da kann man eigentlich, wer den Wind sät, diesen Auto mal einladen, weil der kennt sich wirklich aus. Ja, weil Scholatour gibt's ja nicht mehr. Den müsste man eigentlich einladen, weil es eine sehr, sehr komplexe Gemengelage. Das sind Familienverhältnisse. Wer den Wind sät, wer das Buch nicht kennt, Michael Lüders heißt der Mann. Lest euch das gerne durch. Sind nur 200 Seiten, ist relativ schnell durchgelesen. Ich hatte das, glaube ich, in 2 Tagen durch. Das fasst so gut, ist schon ziemlich gut die Geschichte des Nahen Ostens in den letzten Jahrzehnten zusammen. Also kann ich wirklich nur empfehlen, die Bücher von Michael Lüders. Und ja, Michael Lüders wird nicht mehr in Talkshows eingeladen. Es ist das Gleiche mit Paul Schreier, was Kevan vorhin kritisiert hatte. Also jetzt, seitdem Michael Lüders sich im Ukraine-Krieg kritisch geäußert hat, wird er nicht mehr eingeladen. Und jetzt beim Nahostkonflikt macht er das ja auch. Also da kritisiert er auch diese bigotte Haltung der Bundesregierung und die bedingungslose Unterstützung für das israelische Vorgehen in Gaza. Also, ja, so wie die Cancel Culture, die wir hier in der deutschen Debatte sehen. Und genau deswegen wird er nicht mehr eingeladen, weil er das in der Talkshow alles ansprechen würde. Der würde jeden auseinandernehmen, der von der anderen Seite wäre, der sagen würde, nein, wir müssen noch mehr Waffen nach Israel liefern, nein, dieser Krieg muss noch weiter eskaliert werden. Den würde Michael Lüders sofort zerstören. Also deswegen wird er nicht mehr eingeladen, weil Michael Lüders sich einfach zu gut auskennt und eine zu kritische Haltung hat. Das ist über Generationen, das ist nicht eben wie bei uns, ist was anderes. Es ist so durchschaubar wie für uns die japanische Gesellschaft. Das versteht man als Europäer einfach nicht. Das versteht man nicht. Muss sich dem anders nähern. Aber ich würde mir wünschen, dass die OPEC-Staaten sagen so, ab jetzt wird die Produktion um 80% gedrosselt des Weltöls und jetzt haben alle, die auf Öl angewiesen sind, ein Interesse, dass die Zankräne auseinanderkommen. Das wäre eine einfache Möglichkeit. Und dann würden sich alle, die auf Öl angewiesen sind, hinsetzen und zu Israel sagen, hört mal zu, wir haben 2 Möglichkeiten, die Weltwirtschaft bricht zusammen oder aber ihr gebt einfach das Land zurück, was ihr euch unrechtmäßig anverleibt habt, nach dem Deal, den ihr auch hattet, in Oslo mit Arafat. Das gab ja schon eine Einigung. Das machen wir jetzt. Und wenn ihr einfach sagt, das interessiert euch nicht, weil die Bibel ist unser Mandat, dann werden wir etwas tun. Wir unterstützen euch nicht mehr. Und dann ist sofort Schluss. Weil eins darf man nicht vergessen. Die Amerikaner sind letztendlich die Faust im Hintergrund. Ohne amerikanische Militärhilfe könnte dieser Krieg überhaupt nicht gehen. Geht gar nicht. Ja. Das heißt, wenn sie nur keine Ersatzteile mehr liefern würden oder keine Munition, wäre sofort Feierabend. Und die anderen arabischen Partner würden es auch nicht tun, weil die arbeiten auch mit amerikanischen Waffen. Und das werfe ich den OPEC-Staaten vor, auch den arabischen Staaten. Sie brauchen nämlich die Palästinenser auch für innenpolitische Spielereien. Ja, ja. Damit sie auch das ablenken können. Das können wir genauso dazu. Die Gearschten sind am Ende die Palästinenser, weil weil viele kein Interesse daran haben, dass der Konflikt weg ist, weil die den innenpolitisch brauchen. Und was die Palästinenser brauchen, einen Anwalt, der für die Palästinenser eigentlich spricht. Ich sehe den im Moment nicht, aber vielleicht wären das möglicherweise die BRICS-Staaten oder China. Deutschland ist das nicht, Amerika ist das nicht, Saudi-Arabien ist das nicht, der Iran ist das auch nicht. Brasilien, ich weiß, ein Staat, was geht denn hier einfach ab? Weil ich glaube, dieser Konflikt, der die Menschheit jetzt seit 1948 ständig auch am Rand eines Atomkriegs schleifen lässt, ich erinnere nur an Kairo, da waren ja damals schon Atomraketen scharf gestellt worden. Wir haben ja nur Glück gehabt, dass das noch steht. Und da wird die gesamte Weltwirtschaft hochgehen, weil die ganzen Ölfelder werden verstrahlt. Wir alle sollten ein Interesse daran haben, dass diese beiden Zankkähne, die wie ein altes Ehepaar
du hast vor 2 Jahren, und das ist mein Potsdam, das hat ja keinen Sinn. Die sollten wir vom Eis holen, sagen, Freunde, es ist euer Land, ihr müsst miteinander leben, und wenn ihr das nicht könnt, weil ihr lernt, ihr seid ja länger im Combat zu Hause als im Frieden, ist auch schwierig, dann müssen wir euch helfen, und wir sind Länder, wir haben es geschafft. Könnt ihr zum Beispiel die Franzosen, die Briten und die Deutschen könnten sagen, wir haben auch eine Erbfeindschaft überwunden, hätte man es ja auch nicht denken können. Ja, und das würde ich mir wünschen. Und ich glaube, dass wenn OPEC hier ökonomischen Druck ausüben würde, dann wäre dieses Thema in einem Monat dahin geht in einer Roadmap, weil es nicht mehr anders geht. Und das ist das große Problem. Die Erbfeindschaft mit Russland ist im tiefen Staat, wenn man den so nennt, in Deutschland immer noch vorhanden. Mit Frankreich wurde sie überwunden. Ich glaube, Kevan, du hast den richtigen Punkt angesprochen mit dem Autor, wer Wind sät, wird den Sturm ernten. Und das ist das, was wir auch in dem Lied nicht als Whataboutism und nicht als Relativierung von Terrorakten anlegen, dass keiner als Terrorist geboren wird. Das hat überhaupt nichts mit der Relativierung dieses schrecklichen Überfalls auf die übrigens meist links- und friedensgestimmten Jugendlichen bei diesem Festival am 7. Oktober letzten Jahres zu tun. Das wird nicht relativiert. Und das werden wir in dem Song auch nicht tun. Das wirst du auch von mir nicht hören, von Dieter Hallervorden nicht hören, von Jens Fischer-Rodrian nicht hören, der die Musik gemacht hat und sich auch sehr, sehr hier in der Frage engagiert. Nehmen wir nur als Beispiel, Paul, mal Nelson Mandela. Da gab es ein Burenregime der Apartheid. Apartheid war nicht nur, dass die Dunkelhäutigen in Südafrika nicht auf demselben Bürgersteig mit einem Weißen gehen dürfen, wie das ja auch lange in den USA praktiziert wurde in ihrem Apartheid- und Rassismusregime in bestimmten Staaten und Regionen und Städten, sondern da wurden die Menschen auch einfach hingemetzelt, tot gemacht und es gab kein Gerichtsverfahren. Und daraus entstanden dann vom ANC oder von der Kommunistischen Partei, der damals Nelson Mandela angehörte, Terrorakte. Auch Nelson Mandela wurden Terrorakte nachgesagt. Auch ihm wurde nachgesagt, dass er ein Terrorist gewesen war. Und man muss das dann in den Verhältnissen und mit der Vorgeschichte sehen. Darum geht es. Und als die Macht des ANC zunahm, eine Macht, die teilweise mit Terrorakten, aber mit demokratischer Überzeugung, mit guten Argumenten vorgetragen wurde, und das Burenregime der Apartheid in Südafrika etwas weicher, etwas gelenkiger und etwas sensibler wurde dafür. Das wurde ja auch dann, gab ja einen friedlichen Übergang damals zu Nelson Mandela als Staatschef. Da wurde dieser Terror auch dann sozusagen überwunden. Das heißt, in dem Maß ist Nelson Mandela zum großen Friedenshelden, zu dem Emblem der Menschlichkeit auf der Welt geworden, in dem auch die Macht zugenommen hat. Das Problem ist diese schreckliche Ohnmacht, in der du dein Kind zerfetzt bekommst, in der du einfach eine Willkür erlebst. Und wenn du mal in Hebron warst, ich weiß nicht, Paul, ob du schon mal da warst, was Siedler dort... In Amalaya. In Amalaya, gut, aber das ist ja auch ungefähr, du kannst das ja überall ablesen. So. Was da mit dem Wasser gemacht wird, dass die den einfach mal für 2 Wochen das Wasser abstellen, dass die, aber das sind Kleinigkeiten verglichen mit den Terrorakten, wo Menschen einfach hingemetzelt werden und kein Gerichtsverfahren danach folgt. Diese schreckliche Ohnmacht, die ist der Acker, auf dem eben auch dann eine menschliche Seele zu einem Terroristen wird. Nicht jeder Terrorist kann sich darauf berufen. Das ist völlig richtig. Nicht jeder. Aber es ist jedenfalls so, dass wir sehen müssen, ein Teil des Terrorismus ist eben, wie du in den Wald hineinrufst, so schallt es zurück, oder wer Wind sät, wird den Sturm ernten. Das muss in der Geschichtsschreibung und auch in unserer journalistischen Aufarbeitung immer eine maßgebliche Rolle spielen. Wir sind mit daran beteiligt. Das heißt, du musst immer sehen, ich sage das jetzt mal ein bisschen komplizierter, wenn die demokratischen Kräfte in diesem Land sich weiter auseinanderdividieren lassen, durch was weiß ich, Kontaktsperren, Kontaktverbote und Brandmauern und diesem ganzen Geschwätz, dann sind sie auch mit daran beteiligt, dass die Macht derer, ob das jetzt Corona ist, Gaza ist oder Ukraine ist oder der Wirtschaftskrieg gegen China oder das kleinere Gendern oder eben viele andere Dinge, die wir ja immer in dieser Sendung Nachschlag dann auch problematisieren, dann sind sie mit daran beteiligt. Wir müssen stärker werden. Denn nur wenn eine demokratische Kraft sagt, wir wollen das, was Kevan jetzt gesagt hat, wir wollen einen Versuch der minimalen Annäherung, um diesen Terror, den Staatsterror Netanjahus und den Terror von unten zu überwinden, dann gibt es eine Chance. Wir sind mit daran beteiligt. Wir sitzen nicht am Rand der Manege und deuten auf das Zirkusinnere und sagen, ja, da haben wir nichts mit zu tun, wir gucken uns das mal an, sondern wir sind unseren Handlungen, mit unseren Worten da, Kevan, und da sind wir auch. Ich bin auch fertig.
Ich möchte was dazu ergänzend sagen. Wenn man immer sagt, ja, man darf nicht vergessen, dieser grässliche Anschlag der Hamas, die haben ja angefangen. Nein, man muss ganz ehrlich sein, das hast du auch gerade mit Nelson Mandela gesagt. Der Staat Israel ist ja nicht entstanden, weil man den Palästinensern das Land abgekauft hat. Der wurde herbeigebombt, beziehungsweise er wurde durch den Nachbarn die große Vertreibung als der große Supergau in der palästinensischen Geschichte herbeigeführt. Und diejenigen, die das damals getan haben, die Stern Gang, das Menachem Begin und Ben Gurion, die Staatsgründer, waren von den Briten damals, die das Mandat ja hatten, plakatiert als Terroristen, die gesucht waren. Die wurden später eben die Staatschefs. So, das muss man eben sehen. Und trotzdem hat ein Yasser Arafat, der ja an Combat Kit ist, stehen später die Hand gereicht und hat gesagt, okay, wir wollen das. Aber es gibt eben Kräfte innerhalb Israels, die das eben nicht wollen, die ja auch israelische Ministerpräsidenten weggebombt haben, weil es eben dem Bibelmandat widerspricht. Und dass die Europäer und die Amerikaner so dahinter stehen, hat damit zu tun. Das hat Petra Wild super in ihrem Buch auseinandergesetzt. Ja, auch hier gilt, wir müssen langsam zum Thema kommen. Gleich fertig. Israel ist ein Gebilde von Siedlerkolonialismus. Da kommen Menschen in ein fremdes Land und sagen dann zu den Eingeborenen, die wollen was von uns. Nee, ihr wollt ihnen das Land wegnehmen. Und dass die Amerikaner dafür Verständnis haben, das ist ihre eigene Geschichte mit den Indianern. Die Ureinwohner gibt es heute auch nicht mehr, die sind alkoholisiert in ihren Reservaten. Das darf man nicht vergessen. Und das sollten wir sehen, da sollten klug genug sein, sagen, so können wir nicht weitermachen. Ich habe fertig. Auch die Ablehnung des israelischen Staates ist eine demokratische Berechtigung, die jeder hat. Aber ich bleibe dabei, da könnt ihr reden, so viel ihr wollt. Es mag keinen palästinensischen Anwalt geben, lieber Dieter, aber es gibt eben auch keinen palästinensischen Nelson Mandela. Der Griff ist ins Klo. Der geht so fehl und entlarvt so sehr die Bigotterie deines Arguments, da entschuldige, lieber Dieter, dass es für sich steht. Und Paul, entschuldige, da muss ich intervenieren. Da muss ich jetzt leiden. Und das Ganze überschneidet sich zu hören. Und genauso war das zu machen. Nein, das können wir gerne machen, aber es bringt nichts. Unterbrecht euch doch nicht die ganze Zeit. Also, von mir aus, dann diskutiert 10 Minuten länger. Okay, doch, was du gesagt hast. Können wir gerne sofort setzen. Mach's ja, jetzt. Aber das geht. Das, ich bin nicht. Ach, jetzt komm. Okay. Nicht geschmeckt, mag ja sein. Bleibe ich aber dabei, halte ich für ein bigottes Nicht-Argument und ein Schein-Argument. Aber selbst dann ist es legitim. Man darf dagegen sein. Man darf sogar die ganze Gründungsgeschichte Israels kritisieren. Oder damit habe ich überhaupt kein Problem. Aber bitte, dann soll man es doch auch gerade sagen. Ich finde die Kritik, die da in den Mainstream-Medien an diesem Gedicht, was ich für verfehlt halte und für in jeder Hinsicht Missglück, die finde ich genauso bigott, weil es erbärmlich ist, mit der Antisemitismuskeule zu kommen, wenn man das nicht mag. Wenn man den Schwulz, der da drin ist, mit dem Baby zum Himmel halten nicht mag, den mag ich auch nicht, weil selbstverständlich ist es immer ekelhaft, wenn Kinder sterben. Es emotionalisiert jeden, wenn sie zerbombt werden und wenn sie ermordet werden. Muss man es auch benennen. Es emotioniert restlos jeden, völlig berechtigt. Muss man es benennen. Das darf man dann auch so nennen, das ist gar keine Frage. Aber daraus dann irgendwelche Grundsatzkritik abzuleiten, die man vorher schon hatte, ist albern, ist im besten Falle ist niedrig und das lehne ich auch ab und deswegen kann ich damit auch nichts anfangen. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen auch herrlich an diesem Thema, wenn man sich bei gleichem Ergebnis Interesse dann zerlegen kann an dem, was man damit verbindet. Wäre gar nicht nötig gewesen, das wäre schlau gewesen, das zu lassen. Aber bitteschön, können wir durchexerzieren. Ich bin auch persönlich der Meinung, dass das, was in Gaza passiert, aufhören muss, bedingungslos. Bin ich übrigens auch in der Ukraine. Aber ich halte mich an die alte Weisheit, dass die Expertise über Nahost offensichtlich gerade in Europa mit dem Abstand zur Region immer weiter zunehmen scheint. Und das halte ich für mich ganz genauso. Ich bin da kein Nahost-Experte. Ich verkneife mir Tipps zur Lösung dieses Konflikts. Das heißt Expertise. Also, sorry, wenn ich jetzt die ganze Zeit dazwischen rede, aber was heißt Expertise? Deutschland finanziert den israelischen Staatshaushalt mit Israel Waffen zum Discountpreis. Deutschland hat seine Waffenexporte nach Israel verzehnfacht. Alleine deswegen geht uns das was an. Wir könnten ja sagen, wir stoppen alle Geldzahlungen an Israel und stoppen alle Waffenexporte. Dann kann man sagen, okay, dann ist das jetzt nicht mehr unser Krieg. Dann kann man sagen, okay, dann lasst uns die Debatte runterfahren. Also solange Deutschland da so viele Waffen hinliefert, solange Deutschland den israelischen Staat subventioniert, solange müssen wir darüber debattieren. Und solange kann man auch nicht sagen, ja, die Expertise nimmt immer weiter zu oder wir sollten uns da nicht, wir sollten da nicht zu sehr drüber reden. Nee, also es ist einfach auch unser Krieg, weil wir uns daran beteiligen. Durch die Geldzahlung, durch die Waffenlieferung. Genauso wie in der Ukraine. Geldzahlungen stoppen, Waffenlieferungen beenden und die Debatte ist sehr viel ruhiger. Gibt es vermeintliche Tipps zur Lösung des Konflikts, aber ich schließe mich an der Feststellung, dass das, was da stattfindet, enden muss, unbedingt. Dieter, darauf können wir uns zumindest einigen und idealerweise das ohne gegenseitiges Niederbrüllen, denn ich denke, du hattest reichlich Zeit, deinen Standpunkt vorzutragen und mit deiner geschätzten, auch Kevans Erlaubnis, würde ich tatsächlich zum letzten Punkt kommen. Nicht ohne dir, Dieter, aber den Abschluss dazu geben zu wollen. Nein, nein, das ist, mach dein Thema, ich habe das ja gesagt. Es ist keine Relativierung des Terrors, es wird auch keine Relativierung des Terrors von uns geben, es ist die Linie der Vereinten Nationen in dem Lied.
Terrorrelativierung wäre auch nichts, was ich dir unterstellen würde. So kenne ich dich nicht. Und da ist dann wahrscheinlich wieder Einigkeit da. Ob die Entnazifizierung allerdings in solchen Liedern funktioniert, ich weiß es nicht. Wir brauchen sie dringend. Aber jetzt nochmal abschließend zu dem Thema. Also nur weil man, also hatte ich vorhin schon gesagt, nur weil man erklärt, wie etwas zustande gekommen ist, beispielsweise die Herrschaft in Gaza, heißt das nicht, dass man es gut findet, was da passiert, sondern das heißt nur, dass man es erklärt. Also ja, da war vorhin schon eine Unterstellung von Paul Brandenburg, die ich so auch klar zurückgewiesen hätte. Oh, was ist denn jetzt passiert? Aber damit genug zu dem Thema. Ich glaube, wir schreiten mal zum nächsten voran. Das war dann doch etwas kontroverser als gedacht. Schreiten wir nun voran zur Schlagzeile von Paul Brandenburg. Beirut liegt nun neuerdings an der Spree. Wie die libanesische Hauptstadt da genau hingekommen ist, das wird uns Paul Brandenburg jetzt hoffentlich erklären. Ja, genau, darum geht's in der Tat. Denn ich bin der Überzeugung, Beirut an der Spree soll brennen. Dass Berlin, dieses Beirut an der Spree, in jeder Hinsicht gescheitert ist, das hat der Letzte begriffen. Das muss. So, Beirut an der Spree ist jetzt ein neuer Kosename für Berlin. Ich zugeben als Berliner, das weiß Kevan als Teilzeit-Berliner sicherlich und auch jeder Besucher Berlins wie Dieter kriegt es mit. Das war schon lange der Fall, auch lange bevor das aktuelle Regime die Macht übernahm. Und es gibt eigentlich endlose Dinge zu kritisieren, denn im Prinzip nichts funktioniert mehr an dieser Stadt, weder in der Verwaltung noch im Zivilleben, abgesehen von dem, was man sich in seinen familiären Räumen so schafft. So ist es aber auch gewollt, dass dieses Beirut an der Spree durch ist. Und wenn man das kritisiert, was aus meiner Sicht kritisiert werden muss, dass nämlich überall mittlerweile schwarze Bärte in weißen Mercedesen sitzen, dann ist das auch keine Feindlichkeit gegen schwarze oder graute Bärte, lieber Kevan, oder solchen, die ich mal kriege, sondern es ist die Feststellung, dass die Täter mittlerweile in Berlin aussehen wie die Bullen daneben. Und wäre bei den Bullen daneben nicht dick und weit Polizei auf dem Rücken zu sehen, dann könnte man sie gar nicht mehr auseinanderhalten. Die Polizei selbst und ihre Ausbilder scherzen, dass das, was sie mittlerweile trainieren, um die Staatsmacht darzustellen, ja wohl ein Scherz ist, eine Karikatur. Dass sie die Arme gar nicht mehr an den Körper bekommen vor aufgepumpter Kraft und das verhöhnen im Prinzip, was sie schützen sollen. All diese Gestalten da in Berlin, die meisten Gestalten in Berlin, es trifft sie durchweg vom Politbetrieb bis eben zu den Kritisierten, leben entweder von Steuergeld oder solchem Geld, das nie versteuert wurde oder wird. Wahrscheinlich aber aus einer Mischung von beidem. In Berlin sind die Krater im Asphalt mittlerweile so groß, dass sie tatsächlich an Bürgerkrieg erinnern. Auch wenn der echte, wir haben es gerade lang und viel besprochen, natürlich viel dramatischer ist. Die Schulen sehen aus wie der Drogenstrich. Nur ganz im Zentrum, da wo Emilia mit ihrem Gamma-Männchen auf der Fahrradstraße Latte trinkt, da hören sie aufgrund ihres eigenen Gequatsches über die angeblich tolle Welt die Schüsse nicht. Und das, was kommt, das wird ganz großes Kino werden, gar keine Frage. Dass es knallt, auch in Berlin, das ist klar. Nicht, dass man es mag oder sich darauf freuen würde, tue ich nicht, aber in jedem Fall lohnt es, Popcorn einzubunkern. Aber macht euch klar, und das ist der entscheidende Punkt und das einzig Relevante dabei, mit aller Konsequenz, das will Deutschlands Regime. Es stiftet Brände an allen Ecken unserer Gesellschaft. Ein Brand, den wir gerade gesehen haben in unserem Gespräch über das, was in Gaza passiert, der ist gerade ganz virulent. Aber es facht sie an, genau in dieser Art. Genau das will sie. Unser Zusammenleben wirklich an allen seinen Ecken in Brand setzen. Der Krieg in Gaza und alles damit verbundene Leid gehört ganz sicher ebenso dazu. Und das in doppelter Hinsicht. Denn die Menschen dort in Gaza, die werden flüchten. Auch sie werden ganz selbstverständlich zu uns nach Berlin kommen, ins Beirut an der Spree. In rauen Mengen. Naja, erstmal kommen sie nach Ägypten. Also Israel versucht ja gerade, die Menschen, die da in Gaza sind, nach Süden zu schieben. Ägypten sagt aktuell, wir lassen sie noch nicht rein. Aber im Hintergrund laufen wohl schon Verhandlungen. Und Israel verhandelt ja schon mit einigen afrikanischen Staaten, dass man die Palästinenser dahin abschieben kann. Also ja, deswegen finde ich das jetzt etwas weit hergeholt, dass die Palästinenser direkt nach Berlin kommen. Natürlich, wenn die da vertrieben werden, da wird ein Teil sich nach Libyen durchschlagen und von Libyen oder in die Türkei durchschlagen und von da aus dann kann es dann nach Europa gehen. Ja, das kann durchaus passieren. Also, es kann durchaus passieren. Deswegen sollten wir uns ja für einen Waffenstillstand in Gaza einsetzen. Aber ja, der erste Gedanke, die werden natürlich nach Berlin kommen, ist dann doch sehr interessant. Sturmhaube, Ägypten, Libyen, das sind zwei Staaten. Und Libyen kannst du nicht als sichere Drittstaat bezeichnen. Also Ägypten, da kann man noch drüber diskutieren, je nachdem, wie Ägypten sie dann behandelt. Aber Libyen ist kein, das ist gar kein Staat mehr. Das ist,
Da ist in jedem Gebiet eine andere Miliz an der Macht. Schon deshalb, weil ihre Familienmitglieder und ihre Freunde lange hier bei uns sind, mit der menschlichste Grund, das zu tun. Und das herrschende Regime wird zwar auch hier das Gegenteil behaupten und sagen, dass es nicht so ist. Und zugleich, so kennen wir das herrschende Regime und seine Instagram-Diplomatie und Politik, zugleich werden sie da den deutschen Pass bewerben, sie werden deutsche Sozialleistungen bewerben und sagen, kommt doch her und kommt alle zu uns. Ägypten macht das nicht, Ägypten will sie nicht und auch die ganze Region will sie nicht. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, ihr habt drüber gesprochen, dass die... Also Jordaniens Bevölkerung beispielsweise besteht schon zu 60% aus Palästinensern. Also die Region hat schon sehr, sehr viele Palästinenser aufgenommen. Zu sagen, die Region will sie nicht, ja, die Region will, dass dieses Gemetzel in Gaza aufhört. Auch Ägypten hat schon zahlreiche Palästinenser aufgenommen. Da jetzt zu fordern, die Region soll sie aufnehmen, wenn Israel sie vertreibt, nee, die Forderungen, die müssen sich an Israel richten, dass Israel aufhört, die Palästinenser zu vertreiben. Palästinenser auch in dieser Hinsicht ein Werkzeug der Politik in dieser Region, sondern Opfer dieser Politik. Die Opfer dessen, was in Gaza passiert, werden auch zu uns kommen und unsere Probleme verstärken. Und all das will unser Regime. Genau so ist es geplant. Es instrumentalisiert zumindest diesen Krieg dort in Nahost, auch wenn es ihn nicht selbst mitlanciert, unterstützt und dafür kausal wurde, je nachdem, welchen Standpunkt man da vertritt. Beweisbar ist auf jeden Fall, dass es ihn da und beweisbar wird sein, dass es ihn auch für diesen Zweck nutzen wird. Es will Unfrieden, auch auf Basis von Ethnien und Religiosität. Ein weiteres Beispiel dafür ist das, was dieser Tage Annabel Schunke publik gemacht hat, die Autorin der Weltwoche. Hat in einem sehr langen Beitrag auf Facebook jetzt gesagt, auf Metas Facebook, heißt es immer noch so, ich war da, glaube ich, vor 100 Jahren zuletzt, aber es wurde mir weitergeleitet, dass sie selber seit 2 Jahren wegen Volksverhetzung und Blasphemie, also der religiösen Herabsetzung, solche Paragraphen gibt es mittlerweile wieder in Deutschland, angeklagt ist, einen Strafbefehl nicht akzeptierte und deswegen vor Gericht musste. Eine konservative Autorin, eine Kolumnistin, die das jetzt auch zugegeben hat, der geht es wie Ali Utlu, ein Kölner, der sich gegen den Islamismus engagiert und als Schwuler immer wieder die Feindlichkeit gegen die Homophobie, der Trans-Ideologie und die Frauenfeindlichkeit erfordert. Auch er, überzogen von Prozessen und von einer Marionettenjustiz, die Schloss schlägt gegen alles, was das Regime irgendwie kritisiert. Marie-Agnes Strack-Rheinmetall steht dieser Tage in einer Fußgängerzone, irgendwo in Südwestdeutschland, und beschimpft dort ihre Untertanen. Eine Frau von solch ausgesuchter Dummheit, dass sie von sich selbst Plakate verbreitet, auf der sie sich mit der Brecht-Figur und skrupellosen Kriegsprofiteurin Mutter Courage vergleicht. Diese Exponentin der Parteienkorruption droht jetzt ganz offen, auch mit dem, was da Ali Utlu schon verfolgt oder Annabel Schunke, auch mich und viele, viele andere. Einer Marionettenjustiz, die nichts anderes ist als das Werkzeug Parteienkorruption. Es gibt in Deutschland keinen Rechtsstaat mehr. Macht euch das klar, wenn ihr solche Fälle seht. Und wenn Beirut an der Spree brennt, dann nicht durch Zufall und nicht, weil böse Palästinenser, böse Syrer oder andere dahin gekommen sind, das in niederer Absicht getan haben, sondern weil es das Regime so lanciert hat, so geplant und so immer weiter fördert, diesen Unfrieden. Es gibt in unserem Land keine freien und geheimen Wahlen, sondern Inszenierungen zur Besetzung von Scheinparlamenten, die derartig schlecht sind, dass selbst die besagte Marionettenjustiz es trotz aller Anstrengungen nicht vermag, die Offensichtlichkeit institutionalisierter Wahlfälschung in ihren politischen Scheinprozessen noch zu vertuschen. Und damit kommen Parteisoldaten und Funktionäre an die Macht, die genau das tun. Aus all dem folgt, was viel zu viele Menschen einfach nicht wahrhaben wollen. Und das ist das, was mich am meisten aufregt und beschäftigt. Beirut an der Spree soll brennen. Es muss brennen, damit die Parteienkorruption ihre Macht, ihr Geld und ihr lacktes Leben in Freiheit überhaupt noch retten kann. Und ich schlage vor, wir nehmen ihnen all das und stellen die Brandstifter vor Gericht. Möglich ist das aber nur mit dem Mut und mit Härte gegen uns selbst. Denn möglich ist das nur, wenn wir diesem Regime alles Geld und all unsere Arbeitskraft entziehen. Ich sage es ganz klar, zahlt keine Steuern mehr. Verweigert alle Abgaben. Und vor allem, lasst keinen dieser Täter der Parteienkorruption mehr unbehelligt. Kevan hat das gerade in unserem Gespräch neulich in Berlin so schön. Es sagt sich leicht, wenn man aus Deutschland ausgewandert ist. Also wenn du nämlich deinen Wohnsitz noch in Deutschland hast, dann musst du Steuern zahlen. Polizei holt dich ab, was ja klar ist. Also sagt sich leicht, wenn man schon ausgewandert ist. Aber Paul Brandenburg ruft ja auch offen dazu auf, auszuwandern. Da hat er ja mit Kevan, wie er gerade schon gesagt hat, vor ein paar Tagen Gespräch zugeführt. Das könnt ihr euch auch schon
auch noch gerne ansehen. Das hat mittlerweile über 300.000 Aufrufe, habe ich gesehen. Und gesagt, ich empfehle auch jedem das Video dazu. Lasst keinen dieser Täter mehr unbehelligt. Ganz egal, wo ihr sie antrefft auf der Straße und wie klein sie vielleicht als Rädchen im System sein sollen. Stellt sie auf offener Straße. Stellt sie friedlich, selbstverständlich. Friedlich und mit einem Lächeln. Sagt ihnen die Wahrheit ins Gesicht. Oder wenn ihr es gar nicht mehr aushaltet, macht, wie Kevan es gesagt hat, lacht sie aus, lacht ihnen schallend ins Gesicht. Aber lasst sie nicht mehr davonkommen, denn die Zeit wird knapp, lieber Dieter. Sehr knapp sogar. Und ich glaube, wir haben vorhin gesehen, wie sehr diese Spaltung funktioniert, auch hier in dieser Runde. Ja, ich danke dir da für die Vorlage. Ich will nur noch mal... Jetzt nur, weil sie sich mal 15 Sekunden unterbrochen und dazu ins Wort gefallen sind. Also wenn man sich einmal aufregt, hat man sich noch nicht gespalten. Also ich hoffe gar nicht, dass der größte Witz wäre, dass zur Spaltung von Nachschlag hier führen würde. Dass sie da mal anderer Meinung waren. Erwähnen, was Kevan, ich glaube auch du schon in anderen Sendungen gesagt, das ist ja die Hamas auch von Netanyahu finanziert worden über den Umweg von Katar und er hat mit seinem Terror auch zu ihrer Ausbreitung beigetragen. Aber das hat damit zu tun? Nein, das hat damit zu tun, dass du das vorhin, das wollte ich nochmal nachträglich, du hast ja auch den Terror jetzt nochmal erwähnt. Ich finde nur, dass wir in diesem Eskalationsspirale Chancen haben einzugreifen. Also Diller, die auch Sarah Wagenknecht in ihrem Buch Die Selbstgerechten erwähnt hat, das mit dem Popcorn und dem Latte, was du vorhin gesagt hast, dass man da mit dieser Attitüde rangeht. Und ich glaube tatsächlich, da ist eine falsche Zungenschlag drin, Beirut soll brennen. Das ist eine sehr wahrscheinliche Variante, dass dort Brandanschläge laufen. Deswegen wäre es gut, wenn wir von dieser Sendung aus nochmal deutlich sagen, dass wir alle Formen der Brandanschläge ablehnen. Allein schon deswegen, weil sie... Ihm will, dass es brennt. Das war doch glasklar. Ja, ja, also, naja, das ist... Der Titel ist vielleicht missverständlich. Aber jedenfalls, ich glaube, entscheidend ist, die brauchen es. Dieses Regime braucht Brandanschläge, damit sie noch mehr Nancy Faeser und noch mehr dieser Maßnahmen durchsetzen. Wir haben noch einen Rechtsstaat, da bin ich ganz anderer Meinung als du. Es gibt noch Urteile, die auch in die richtige Richtung gehen. Einzelne richtige Urteile machen keinen Rechtsstaat. Nein, nein, ich bin auch da, denke auch, dass es auch höchstrichterlich dort Urteile geben wird, die von Bestand sind, die in dieser Frage dann nicht einfach weggewischt werden können. Und wir haben auch noch Wahlen, wir haben auch noch Ergebnisse, die den Herrschenden und dem Regime nicht passen mit den Wahlen. Deswegen würde ich das nicht alles so verramschen. Wir müssen von unserer Seite alles dafür tun, ihnen nicht die Vorlagen zu liefern, mit denen sie ihren Terror, den sie auch gegen Andersdenkende praktizieren, weiter auszuweiten. Gut, ich sehe da drin nichts als Wunschdenken, muss ich dir ehrlich sagen, lieber Dieter. Aber es mag so sein. Vielleicht ist es bei mir umgekehrt der Fatalismus, der mich annehmen lässt. Nein, wir haben keinen Rechtsstaat mehr und wir haben auch keine funktionierenden Wahlen. Aber ich wünsche, du hast recht. Kevan, vielleicht kannst du... Doch, wir haben noch... Also, ja, wir sehen immer bedenklichere Politisierung der Justiz. Also der Rechtsstaat, der wird immer mehr abgebaut, das stimmt. Aber wir haben noch einen Rechtsstaat. Also im Großen und Ganzen haben wir noch einen Rechtsstaat. Also es ist ja nicht so, dass Nancy Faeser Regierungskritiker entführen und dann irgendwo foltern lässt. Das ist ja nicht der Fall. Und es ist auch nicht der Fall, dass Wahlen im großen Umfang gefälscht werden, auch wenn es beispielsweise in Berlin schon einige seltsame Wahlpannen gab, um es jetzt mal ganz vorsichtig auszudrücken. Aber ja, auch die Wahlergebnisse, die decken sich größtenteils mit Umfragen, die vorher gemacht wurden. Auch da gibt es keinen Hinweis darauf, dass es groß angelegte Wahlfälschungen gäbe. Also Paul Brandenburg übertreibt hier wieder. Und ich weiß nicht, was das soll. Also er meint wahrscheinlich, dass wenn er jetzt das möglichst radikal formuliert, dass er dann die Menschen aufscheucht und sie dazu bringt, gegen diese Zustände protestieren zu gehen, die ja durchaus besorgniserregend sind und immer schlimmer werden. Aber durch diese Übertreibung, die helfen, glaube ich, nicht groß weiter. Also ich glaube, wenn man diese radikale Rhetorik die ganze Zeit verwendet, dann nutzt sich das irgendwann ab. Kurz und knapp schlichten, denn die Zeit rennt uns davon. Ich glaube, es ist noch schlimmer, wie du das gerade beschrieben hast, weil das unterstellt, dass die das machen, weil sie das, obwohl sie wissen, dass es Unrecht ist. Ich glaube, es ist weit noch schlimmer. Das sind Menschen, die sind planwirtschaftlich und ideologiegetrieben und die befinden sich in ihrer Welt und sehen nicht, was passiert, weil sie das komplett ausblenden. Und da ist für mich immer exemplarisch das Bild später, glaube ich, von Magda Goebbels, die ihre ganzen Kinder dann am Ende selbst getötet hat, weil sie gedacht hat, wenn unser Reich, unsere Welt untergeht, dann ist alles ganz, danach kommt nur noch Armageddon. Ich glaube, das macht die Sache noch gefährlicher und es ist mein Appell an alle, die das jetzt auch sehen, wenn man glaubt, dass diese Leute mit kaltem Kalkül und Vernunft das machen, da muss man sagen, nein, weil die Titanic, der untergeht, auf der befinden sich ja selbst. Natürlich ist so, dass die Captain's-Kabine zu Schluss sinkt, aber sie wird untergehen, das ist ganz klar, da kommt also kein Rettungsboot mehr. Das heißt, wenn sie uns alle loswerden, dann stellen sie fest, huch, wir sind ja ganz oben.
Wenn wir etwas ändern wollen, dann müssen wir aufwachen aus diesem Wachkoma und müssen dieses Stockholm-Syndrom überwinden. Und dass das unheimlich schwer ist, kann man daran sehen. Die beispiellose Vergewaltigung einer ganzen Bevölkerung haben wir während Corona erlebt. Weil es ist ein großer Unterschied, ob du solidarisch gemacht wirst mit einem Krieg, der irgendwo weit weg ist, oder mit Bevölkerung, die weit weg ist, wenn man mir mit einer Spritze nahe tritt und dich zwingt, Dinge zu tun, also das in dich reinzulassen, das kriegst du nicht mehr raus, weil man dich sonst sozial ächtet. Und selbst das war ja massenwirksam. Die Mehrheit hat sich ja in Deutschland impfen lassen. Jetzt wissen sie es, dass sie verarscht wurde mit all den Problemen, die noch kommen werden. Hat nicht gereicht. Und das ist so, wie dass man eine Vergewaltigung nicht persönlich nimmt. Was muss in einem Menschen passiert sein? Da muss eine so hohe Verdrängungsleistung stattfinden, dass wir uns eher überlegen müssten, wie wir dafür sorgen können, dass wir langsam zu uns kommen, mit auch den Folgen, die es dann auf sich hat. Und ich glaube, wenn wir darüber nicht diskutieren, können wir noch weiter lamentieren. Können wir dann aber auch lassen, weil dann hat das Land fertig und wir sollten uns nicht darum kümmern, dass das Schiff untergeht, sondern ein neues bauen. Ich glaube ja auch, dass hier noch einiges zu retten ist, weil zwischen dem, was wir gerade hier proklamieren und wie es sich am Ende dann tatsächlich anfühlt, ist noch ein großer Unterschied. Das ist auch gut so. Aber du hast vollkommen recht. Es ist bei so einem Schiff ja so, es sinkt, es hat Schlagseite, ganz viele Stunden Schlagseite und ein Großteil geht dann ruckzuck unter. Das heißt, man greift dann irgendwann zu spät an, weil zu viel Wasser im Boot ist, kriegt man nicht mehr rausgeschöpft. Ich habe da ehrlich gesagt kein Patentrezept und ich hoffe auch, dass deine Worte dahingehend aufrütteln, dass die Leute sich klar sagen, ist klar, es ist schon euer sozialer Friede, es sind schon eure Kinder, es ist eure Gesundheit, eure Infrastruktur. Es ist das, was ihr als Zivilisation begreift, was dann nicht mehr da sein wird. Weil was wir uns dann gegenseitig antun werden nach so einem Bürgerkrieg, das ist dann nicht vom Tisch, wenn irgendeine neue Regierung eingesetzt wird. Das ist ja genau das Problem. Und das kann man vielleicht auch exemplarisch in Deutschland daran sehen, nachdem die Stunde Null da war, war ja nicht Friede, Feuer, Eierkuchen, sondern gab es ja sehr viele auch Hungertote die Winter darauf und so weiter und so fort. Ich glaube, dass wir in diesem Land das Problem haben, dass für uns Krieg so abstrakt geworden ist, weil lange her ist, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Und vielleicht wäre es eine Maßnahme, mal mit Schulklassen einen ehemaligen Frontabschnitt zu besuchen, eine zerbombte Stadt zu besuchen, ein Gaza mal zu besuchen oder Teile der Ukraine zu besuchen, um zu erkennen, was das dann tatsächlich am Tag bedeutet. Und dann noch 14 Tage mal unter diesen Bedingungen leben, ohne WLAN und ohne frisches Wasser. Ich glaube, das würde eine entsprechende Kur sein. Das würde ich tun. Ja, ich befürchte, dass das Teile der Berliner Schülerschaft da gar nicht weit reisen müssen, um sowas zu haben. Das kommt vor die eigene Haustür. Wir erleben auf jeden Fall, es gibt jetzt reichlich Anlass, lieber Dieter, um das zu tun, was du vorhin sagtest, zur Verabreichung von Krabbenbrötchen zu schreiten. Und ich bin ganz sicher, ich bin ganz sicher, da finden wir dann unsere Liebe. Das ist auf jeden Fall eine interessante These von Paul Brandenburg zum Schluss. Also seine These lautete ja, ihr habt es gerade gehört, die Regierung importiert ja absichtlich besonders viele Migranten, um Deutschland zu integrieren. Das kann sein, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass da so ein großer Plan hintersteckt. Müsste man sich da nochmal im Einzelnen ansehen. Also, ja, es ist schon auffällig, dass in Syrien, in Libyen relativ stabile Staaten vom Westen destabilisiert wurden und man dort ein Chaos angerichtet hat und dann Millionen Flüchtlinge nach Europa gekommen sind. Also, oder auch, ja, das ist schon eine interessante Beobachtung und da ist jetzt die Frage, ist das intentional oder hat die Politik da die Folge ihres eigenen Handelns nicht überblickt? Also ich meine, die zentralen Entscheidungen, die werden ja nicht in Berlin getroffen, die werden ja in Washington getroffen. Ob man diese Länder destabilisiert, ob es diese Flüchtlingsströme gibt. Und dementsprechend weiß ich gar nicht, ob da in Berlin so viel intentional entschieden wurde, sondern es ist diese Destabilisierung der europäischen Staaten durch diese Massenmigration, die ist eben ein Nebeneffekt, der den USA relativ egal ist, beziehungsweise die sie sogar gut finden. Der hier in Europa aber nicht beachtet wird, da hier, wie gesagt, gar nicht zentralen strategischen Entscheidungen getroffen werden. Das würde ich dazu sagen. Aber kann man auch anders sehen. Das ist sicherlich eine kontroverse These, über die man bestimmt weiter debattieren kann. Aber die Schlagzeile der Woche, definitiv die von Dieter Dehm. Also Netanjahus Wiederwahl wird nur was durch einen Flächenbrand im Nahen Osten. Also das würde ich sagen. Damit trifft Dieter Dehm eindeutig die aktuelle Schlagrichtung der israelischen Politik. Und diesmal hat, glaube ich, Dieter Dehm gewonnen. Also wenn ihr auf nachschlag.express abstimmt, dann würde ich euch empfehlen, für Dieter Dehm zu stimmen. Könnten wir auch eigentlich mal gemeinsam im Stream abstimmen. Haben wir ja einen Stream sogar schon gemacht, aber den Stream habe ich den Tab jetzt nicht geöffnet, also lassen wir es mal. Aber würde ich zum Abschluss auf jeden Fall sagen.